Kilobits, 30 Frames per Second, 0 Drop Frames, aber es geht auch erst 7 Sekunden. Start praying now. So. Bitrate Sound sieht gut aus. Okay. Angeblich sind wir live, Matthias. Wir sind live, fantastisch. Dann muss ich ganz schnell noch fertig twittern, dass wir gerade eben noch ein paar technische Probleme hatten. Es ist halt schon. Also du änderst dich. Der Teufel steckt im Detail. Und du würdest ja behaupten, all things stay the same. Und wenn du nichts an der Ursache-Wirkungsbeziehung änderst, könnte man ja meinen, dass es gleich bleibt. Aber nein, irgendein Update, irgendeine LTI-Copyright, was auch immer. Schön. Matthias, wir haben heute ein bisschen was vor. Ich würde sogar behaupten, dass es der best... Doch, ich sag's. Ich glaube, es ist der best vorbereitete Bits and Byte-Witcast, den wir jedenfalls hatten. Also ich auf einen unserer ersten hatte ich mich auch mal sehr übermäßig vorbereitet. Da ging es auch um das Thema Overprepping. Das passt ja. Also muss man schon sagen, wir haben ja, also normalerweise ist es so eine Stunde vorher so, was machen wir heute? Ja, was auch immer angefallen ist. Und das letzte Mal wussten wir ja schon, wir reden über ein Lightboard. Fangen wir auch gleich wirklich auch direkt an. Und ich dachte, wir reden heute so ein bisschen basal über Lightboard und dann vielleicht noch so Kommentare. Entspannte Stunde. Und dann schreibt der Kollege, und wir machen das ja hier nicht so nur komplett zum Spaß, muss man ja auch mal sagen. Also ich meine, du bist sehr aktiv in der Lehre an der Uni Magdeburg aktiv. Ich forsche zu videobasierter Lehre. Also, weil mir ist das mal aufgefallen, natürlich, wir werfen uns hier immer so informell die Bälle zu und sagen, oh, digitale Lehre, voll, voll spannend, wie auch immer. Aber an sich, Teile des Grundes, warum man an der Uni arbeitet, ist nun mal Lehre. Also, macht Spaß, ist aber auch irgendwie ernst. Also ich meine, da fallen irgendwie Noten raus, man bewertet, man wird bewertet. Also genau, das mal so zum Kontext, das ist irgendwie nicht so komplett wahllos, wir streamen einfach mal eine Stunde in der Mittagspause ist, sondern ja, da steckt irgendwie doch eine Art, ja doch Beruf dahinter. So. Definitiv. Und ja, nichtsdestotrotz kann das natürlich vielleicht auch ein bisschen humorvoll sein, wie wir uns jetzt darüber unterhalten. Ich weiß nicht, irgendjemand mal gesagt hat, it's not necessarily funny, we add the comedy later. Oh wow, oh boy, und, okay. Und wir müssen natürlich aufpassen, weil wir ja jetzt ja auch irgendwie über große Ad-Tech-Unternehmen möglicherweise sprechen. Ach, Ad-Tech, ja. You know these guys, they have good lawyers. Ich bin auch tatsächlich immer echt vorsichtig. Also egal, ob man irgendwelche Brandnamen sagt oder also oder wie wurde letztens zum Beispiel YouTube beschrieben in einem Paper als Generally Purpose Video Plattform. Da fand ich auch so, alle wissen, worüber es geht. Genau, also persönliche Meinung, nichtsdestotrotz oder nichtsdestoweniger zusammengeschrieben. Wir wollen heute durch, und ich habe das jetzt mal so eine, also du hast ja gestern einfach mal so gesagt, wir machen morgen Taxonomie. Gar kein Problem. 60 Minuten, Henrik, kriegen wir hin. Und ich so, Taxonomie, sounds like 12 pages. Genau. Wir wollen zumindest probieren. Ich habe auch tatsächlich hier unten schon mal angefangen, so ein bisschen, du hast schon mitgeschrieben. Ah, Kollaboration. So ein bisschen dieser Versuch. Ja, und das wäre durchgehen, so ein bisschen pro kontra. Wir wollen jetzt, also vielleicht bist du dabei, ich will jetzt gar nicht so groß irgendwie, ja, man braucht dafür irgendwie ein bisschen Geld, ja, man muss sich überlegen, wofür benutzt man das, nein, ihr sollt jetzt nicht irgendwie alles gleichzeitig benutzen, nein, das ist jetzt irgendwie nicht so super, also nichts davon ist jetzt absolut mindblowing, dass man das noch nie gehört oder gesehen hätte. Aber das war einfach mal so ein bisschen durch den Video, was kann man machen, Dschungel, eine Kaffeefahrt. Also letztens beim RC3 war ja auch Kaffeefahrt durchs Darknet und andere. Also die haben ja immer ganz coole Titel. Ich würde sagen, das ist auch so eine Art Kaffeefahrt durch Videos in der Lehre. Das wäre, glaube ich, ein besserer Titel. So, sollten wir auf jeden Fall dann als Working Title für diese Folge nutzen, ja. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach mal mit dem Lightboard an. Und ich glaube, stellen die Shownotes ja auch einfach gerne zur Verfügung. Lernen kannst du nur mit deinem Kopf, heißt ja dein Blog. Und siehst du dieses, also allein die Zwischenüberschriften in diesem Blogartikel sind einfach nur großartig. Angefangen von, was ist ein Lightboard, über Matthias hat einen Plan. Also, wann hat er denn nicht, habe ich mir dann überlegt.
Er ist natürlich aus der Olsenbande. Egon hat einen Plan. Ah ja, okay. Ja, das war wohl vor meiner Zeit. So, wie fangen wir denn an? Also Lightboard, ich glaube, ihr habt da eine sehr extensive Variante gewählt. Wir haben, glaube ich, einfach die teuerste gekauft, die man für Geld kaufen kann. Wenn es ein Paket für 25.000 Euro gegeben hätte, hätten wir vermutlich auch dieses gekauft. Ich weiß es nicht, aber das ist halt einfach, man kann auf, ich nenne jetzt nicht, man kann es ja im Blogartikel nachlesen, den Hersteller, man kann halt auf deren Seite gucken und das ist einfach das größte, teuerste, beste, allumfassendste Paket, was es dort gibt. Also spätestens ab dem Moment, also die Idee ist ja, dass du von einer Glaswand stehst, du wirst vor einem dunklen Hintergrund abgefilmt. Und du schreibst ganz normal und entweder live oder in der Post-Production wird das Bild gespiegelt. Das heißt, man muss irgendwie nicht rückwärts schreiben oder sich nicht umstellen. Und eigentlich führst du so eine Art Selbstgespräch, würde ich das mal nennen, oder lautes Denken, vor einer Glaswand. Und der Trick ist, dass man Beziehungen herstellen kann, so würde ich mal irgendwie den Mehrwert festlegen. Und nicht einfach nur Folien durchklickt, sondern Live-Abläufe und Prozesse visualisiert. Genau, man kann dieses berühmte fragend entwickeln Unterrichtsgespräch mit sich selbst führen oder sozusagen mit virtuellen Lernenden. Und man kann halt sehr gut eben so gerade irgendwelche mathematischen Herleitungen, auch Schemata, Flowcharts im Entstehen zeigen, ne? Und auch Leute dann eben so ein bisschen an dem Denk- und Entwicklungsprozess halt teilhaben lassen, was viel schöner und viel besser geht für solche Inhalte als meines Erachtens, wenn man das halt in Folien packt, da kann man auch diese Entwicklung irgendwie in Folien abbilden. Aber dann hat man gefühlt halt für ein Diagramm irgendwie 1000 Folien, weil man ja das wie Daumenkinomäßig sich dann eben da so durchblickt. Ja. Was man auch einfach mal erwähnen muss, und ich finde ja immer einfach wichtig, die Leute zu nennen, die sich da schon vorher mit beschäftigt haben, auch vor Corona, weil auch hier um den Punkt nochmal klar zu machen, das ist jetzt irgendwie alles, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das aggregieren wir jetzt letztlich nur. Professor Pfennig aus Grüße gehen von Berlin nach Berlin, hat da auch schon ein ganzes Video gemacht. Ich glaube, sie ist im Geophysikbereich unterwegs oder im Materialforschung, also auch ein genau, da geht es so um irgendwelche Metallurgie-Sachen, die sie da als Beispiel da hat mit Perlit und Ferrit und so. Ja, und schon 2019, also 24. Oktober 2019, als die Welt noch anders aussah, auch einfach sehr cool. Die haben, glaube ich, auch einen speziellen Raum dafür an der HTW. Also es war auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt, da hat sich auch explizit jemand drum gekümmert. Du hast es ja jetzt auch im offiziellen 95-Zoll-Lightboard-Extra-Raum an der Uni Magdeburg gemacht. Ich kenne auch kleine Selbstbaulösungen. Also das sind dann irgendwie nur so... Ja, so genau, der habe ich auch im Artikel verlinkt. Das hatte mir mal so am Anfang der Pandemie irgendwie ein Student zugespielt. Wenn du noch mal einmal ein bisschen hochscrollst, da steht irgendwo was in dem Selbstbauanleitung. Und ja, das ist von Reddit tatsächlich. Ja, genau. Das hatte ich jetzt auch gemeint. Genau das. Und ich hatte damals aus der amerikanischen Twitch-Community kam auch mal ein Link rein. Jörn Lovischach, also Professor Lovischach, hat was dazu gemacht. Nothing new, aber doch durchaus aufwendig. Und ich würde behaupten, dass das doch ein ziemliches Nischenprodukt ist. Und dass er, also wenn man jetzt, würde ich einfach mal so ohne Daten behaupten. Ja, also ich habe es, obwohl ich ja nun auch schon irgendwie viele Videos in vielen verschiedenen Arten produziert habe, war das halt vor Weihnachten auch das erste Mal, dass ich vor so einem Ding stand. Ja. Und ja, also übermäßig viele Videos, die eben doch auf diese sehr kostenintensive Art produziert sind, einfach was die Ausstattung angeht, gibt es halt nicht. Und diese Selbstbaulösungen sind halt bestimmt total cool. Wie ich geschrieben habe, ne, würde mich als Ingenieur natürlich auch reizen, sowas halt zu basteln. Aber wer hat die Zeit dafür? Ich habe sie dann doch leider nicht. Ich glaube, der ganz große, also was halt natürlich an diesen offiziellen oder an dieser Bestellvariante ist, dass natürlich Leute bauen das auf. Vielleicht ist auch die Akzeptanz höher, wenn man sagt, hier, liebes Dekanat, liebe wer auch immer das entscheidet. Wir machen das jetzt richtig. Richtig heißt halt oft teuer. Wenn du natürlich jetzt anfängst rumzubauen, dann glaube ich nicht, dass du einfach sagen kannst, Chef, ich brauche jetzt einen Raum. Für was? Ja, um deine Glaswand aufzubauen. Also, das ist natürlich ein bisschen persifliert, aber das, ja. Und natürlich kannst du das dann klein nachbauen, dann steht das irgendwie in deinem Büro rum. Der Vorteil ist natürlich, musst irgendwie nicht groß nach Erlaubnis fragen, kannst es auch im kleineren Setting, also das, was wir gerade hier auf Reddit gesehen haben, das ist ja, also
da machst du dann auch eben nur eine Angebots-Nachfrage-Funktion oder was immer das sein soll. Dann muss es aber auch nicht so fancy sein. Also ich glaube, du hattest ja jetzt extra neon-reflektierende Stifte benutzt. Ja, aber ich glaube, ohne diese neon-reflektierenden Stifte geht es halt nicht, weil das ja so von der Seite mit diesem UV-Licht angeleuchtet wird. Also ich kann das ja beim, ich wollte mal auch ein paar Videos machen irgendwann, weil natürlich die Leute von der Firma gleich drauf angesprungen sind und gesagt haben, ja, das mit diesen Farben, das sieht halt deshalb so schlecht aus, weil eure Kamera einfach nicht eingestellt ist. Und ja, das ist wahrscheinlich so, da die wurde da halt in diesen Raum gestellt, niemand hat die eingestellt. Und das, also ich habe so eine mehrseitige Anleitung bekommen, was man jetzt eben an der Kamera alles einstellen kann, manuell und so. Und was das ist denn mehrseitig? Ja, das ist da, das habe ich als Kommentar darunter kopiert, schon unter den Artikel, einfach damit ich es auch im Zweifel selber schneller wiederfinde. Das ist alles auf Englisch irgendwie, muss man richtig in die Kommentar-Section runter scrollen. Das ist ja ein Wikipedia-Artikel geworden. Ja, oder? Das ist natürlich super. Ja, heftig. So, und da drunter muss es irgendwie einen Kommentar geben. Und oh da, genau, da Gott. Siehst du irgendwie so Kameraeinstellung und muss man, da ist so eine, da, das press das und dann kannst du, ne, bisschen höher, ne, wo man irgendwie einen Gain einstellt und einen Shutter und ein Dings. Okay. Und press die Zebra-Icon. Ja, egal, okay. Das muss ich halt mal alles ausprobieren. Kann man dann machen, man kann es auch sein lassen. Okay. Also was ich halt auch geschrieben habe, ne, dieses Setup ist halt, das gibt einem extrem viele Möglichkeiten, auf extrem kluge Art und Weise zu scheitern, weil dann halt doch irgendwo irgendeine kleine Einstellung nicht so richtig gut passt und man dann halt entweder die Stifte oder das Gesicht oder die Klamotte oder den Mensch oder so halt nicht sieht. Ich würde mal behaupten, also bei mir feuert gerade eine Synapse, Mobilität, stationär und oder mobil, weil das ist halt, also das ist ein absolut stationäres Setup, definitiv, ja. Okay. Und also so wie du gesagt hast, man braucht dafür einen extra Raum, das ist da fest installiert, der ist super gut abgedunkelt. Da kommt kein einziger Sonnenstrahl mehr rein in diesen Raum und man hat ganz feste Lichter. Also ich glaube, wenn man das halt einmal alles aufbaut, alles einmal perfekt kalibriert und testet, dann kann man sich da halt reinstellen, Knopf drücken, anfangen, loslegen. Aber wenn das halt nicht so ist, dann fängt man da gefühlt jedes Mal an, wieder irgendwie ein paar Regler nachzujustieren und dann wird es einfach nervig, weil man auch eben nicht konsistente Ergebnisse dann bekommt. Ja, definitiv. Okay, gibt's noch was? Hatten wir noch einen dritten Link? Genau, das hatte ich vorhin noch gefunden, auch in der Empfehlung aus den Twitch-Kreisen. Nur eine Minute acht, auch ja, ist kurz, knackig. Und die stehen da zu zweit und erklären durch verteilte Rollen sozusagen, was unabhängige und abhängige Variablen sind, durch Clauses. Also die haben dann auch so einen Fake German Accent. Hat leider nur 28 Aufrufe. Also einfach, da passt sozusagen die quantitative Messung auf Social Media nicht zur Qualität. Wir werden später auch nochmal für 106 Abonnenten auf einem Kanal, Abonnentinnen, ist es natürlich wirklich super schlecht. Und dafür, dass es auch schon 2 Jahre online ist. Also schade, ja, die haben auch leider nichts mehr gemacht. Die haben noch so ein paar andere Sachen. Es ist einfach sehr humorvoll. Also vielleicht für den einen oder anderen zu informell, aber sie stehen eben, also sie schreiben jetzt auch nicht so besonders viel. Also hier ist relativ viel schwarzer Leerraum. Aber das kann man sich halt auch vorstellen. Also ich würde jetzt sagen, das wäre auch eine Definition so einer Taxonomie. Habe ich ein, habe ich zwei oder drei Sprecher? Ich glaube, zu dritt wird es schon relativ eng. Und das scheint ja auch irgendwie eine Industrielösung zu sein. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man sich dann dort wortwörtlich die Neonstifte zu zweit hin und her wirft. Das kann man definitiv machen, ja. Also ich glaube, zu dritt wird es schon sehr sportlich. Ja. Dann wird es hier so ein bisschen wie Twister. Aber zu zweit warum nicht, ja. Sehr gut. Ich würde sagen, das war schon ein ganz guter, knackiger Verweis, dadurch, dass man sowohl den absolut langen Artikel von dir als auch das Video von Professor Fenix sich angucken kann, würde ich sagen, ist hiermit die erste Station done. Gut. Es ist, glaube ich, um nochmal so zusammenzufassen, die Vorteile liegen da. Man muss sich nicht groß umstellen. Wenn man jetzt irgendwie Jahre, Jahrzehnte lang gewöhnt war, an eine Tafel ein normales Whiteboard zu schreiben und dazu was zu erklären, dann stellt man sich natürlich vor so ein Lightboard, schreibt da genauso drauf, erklärt genauso und wird halt, wenn das alles gut eingestellt ist, in einem guten Raum dafür,
wird man halt super gut abgefilmt dabei. Und was für mich so ein Vorteil war, ist, man kann eben auch mit einer Hand darauf zeigen. Ich kann auch problemlos auf zwei Sachen gleichzeitig zeigen. Man sieht ja auch, wo man halt hinguckt und kann allein mit dem Blick so ein bisschen den Fokus für die Zuhörenden lenken und richten. Das ist halt jetzt so hier schon viel schwieriger, ja. Also wenn ich auf den Bildschirm hier gucke, oh, so früh schon, naja, klar, wir haben ja schon vorhin ein bisschen technisch getestet. Verdammt, ich dachte, du merkst es nicht, aber das ist oh, und ja, und das ist definitiv ein Vorteil von diesem Setup. Ansonsten, man kann da halt am Ende eben nur handschriftlich drauf schreiben. Klar, ja, kann ich da jetzt noch irgendwie Folieninhalte einblenden, aber dann brauche ich auch kein Lightboard, wenn ich dann am Ende doch irgendwie Folien einblende und jetzt da mal nebenbei eine MATLAB-Simulation zeigen, irgendwie andere Bildschirminhalte teilen, da irgendwie mit reinbasteln. Ja, nee. Ja, geht, macht's aber halt wieder aufwendig. Dann wird dann auch schnell zur Multimedia-Jonglier-Show. Genau, dann hat man auch irgendwie so wieder diesen Medienbruch drin und dann wirkt es, glaube ich, auch sehr schnell irgendwie wieder künstlich oder dann verliert das so ein bisschen was von diesem handgemachten Charme, den diese Videos ja dann doch durchaus haben. Die Thumbnails sind aber ziemlich cool. Also es sieht ja schon aus wie dieses Mathe-Meme, Calculating, Sin, Cosinus von Arc, wie auch immer. Also visuell sehr ansprechend. Ich würde auch behaupten, dass das mehr Vorbereitung als Nachbereitung braucht, wenn du mit der Session einmal durch bist und selbst wenn du noch mal was wegwischst und einen kleinen Take hat, aber ich glaube, die One-Take-Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil man sich so gut darauf vorbereitet. Und am Ende gehst du dann mit einer MP4 draus, die einfach nur hochgeladen wird und für immer gültig sein kann. Genau, aber ich mache ja sonst die Videos, also meine Videos meistens auch alle als One-Taker, von daher ist das jetzt für mich nicht so ein großer Unterschied, aber klar, das bietet sich da halt an. Und ich meine, ich glaube, ansonsten kann man kurz irgendwie Pause machen, dann einfach was rausschneiden. Ist natürlich immer die Sache, dann springt halt die Person, ne, wenn man jetzt irgendwie zwischendurch schneidet. Aber Herrgott. Ja, gut. Aber ist halt dann lieber mit 30 Sekunden oder 20 Sekunden gewonnen, als ansonsten guckst du einer Person zu, die sich zwar bewegt, genau, aber die oder mehr Also ich glaube, die Professor Anja Pfennig hat das auch ziemlich cool gemacht. Die hat halt an den Stellen, wo sie was weggewischt hat nochmal, haben sie das Video im Prinzip tonmäßig einfach gemutet und um Faktor 20 oder so beschleunigt. Dann hat man halt gesehen, okay, jetzt wischt sie halt weg. Ja. Und dann geht es halt weiter. Und dann hat man nicht diese Sprünge, wo ich verschwinde an der Position und tauche auf einmal an der nächsten wieder auf. Ja. Das ist, glaube ich, so ein guter Trick, um so Lightboard-Videos im Prinzip zu schneiden. Man schneidet nicht wirklich was raus, man mutet es einfach nur und beschleunigt es. Genau, Produktionsaufwand haben wir schon, Mobilität, Kosten ist vielleicht, ich schreibe mal Einbindung, weil wenn wir jetzt anfangen über Kosten zu reden, dann reden wir ja, das ist alles sehr relativ, ja. Einbindung externer Dienstleister, würde ich mal behaupten, weil irgendwie eine Webcam kann ich alleine aufstellen, man könnte aber auch, also ich würde durchaus die gut, mit dem UV-Licht, das ist schon ein bisschen tricky, aber irgendwie Einbindung, ja, nein, weil ich glaube dafür, ja, gut. Dann würde ich sagen, Greenscreen. Den können wir relativ schnell abfackeln, weil den irgendwie fast jeder kennt. Eine Person steht vor einem Greenscreen und man testet das ganze Bild. Wir sitzen gerade vor einem Greenscreen und selbst du über Skype reingeschaltet. Also ich kiehe mich raus, also ich lösche bei mir das Grüne und ich lösche gleichzeitig für Matthias das Grüne. Geht auch mit Blau, aber dann kann ich kein Blau tragen. Dann kann man aber Grün tragen. Habe ich letztens auf Twitter ein Bild gehabt. Weil eigentlich wollen wir nur die Haut von dem trennen, was wir tragen oder vom Hintergrund. Und das geht eben mit Grün und mit Blau ganz gut. Und man könnte natürlich in Erklärvideos auch einfach den Hintergrund mit drin lassen. Der Vorteil, den Hintergrund rauszuschneiden, ist eben, man hat mehr Platz auf dem Bildschirm. Ja, also genau. Das ist eigentlich die entscheidende Sache. Ich habe heute gerade eben so ein Video gemacht, wo ich nochmal die Lösung unserer Leistungskontrolle von gestern erkläre und habe dann wo eigentlich mein großes Kamerafenster wäre, mir ein Notizboard hingezogen und habe um meinen Kopf ringsherum die ganzen Formeln geschrieben, die man braucht. Und den Platz hätte ich eben sonst nicht gehabt, hätte ich irgendwie mal mein Kamerafenster drüber schreiben müssen. Stimmt schon. Wenn man es macht, würde ich sagen, muss man sich zwischen einem, dem Mehrplatz entscheiden, so wie jetzt Professor Handke als Beispiel. Es gibt noch ganz viele weitere Beispiele, aber mit
Blick auf 2014 ist das, glaube ich, auch einfach ehrlicherweise einfach auch ein relativ frühes Beispiel. Oder ob es eben doch relativ künstlich wirkt, weil man verliert, also auch wir sind gerade vor irgendwie so einer unscharf gestellten Schallplatine, man verliert dieses Organische, was ja diese ganzen YouTube-informellen Setups oder diese, ich nenne es mal so ein Küchensetting oder so ein Wohnzimmer-Setting, weil ich frage mich immer, warum entscheidet sich ein Großteil der Content-Creator eben gegen den Greenscreen? Und da sieht man relativ viele, die eben informelle, echte Settings benutzen. Und irgendwie sind wir noch so ein paar Jahre hinten dran irgendwie in der Uni und in der Lehre. Auch MOOCs werden oft in so einem Greenscreen-Setting gemacht. Und ich glaube, dieses immer gleiche Qualität erreichend in einem offiziellen Studio-Setup, das ist, glaube ich, der schlagende Faktor. Ja, und dass man natürlich irgendwie, wenn man so einen informellen Hintergrund, also klar, mit Greenscreen verliert man den Kontext, wie du immer so schön sagst. Man sieht halt nicht mehr, sitzt die Person im Büro, sitzt die im Labor, steht die im Hörsaal, wo ist die genau, sitzt die zu Hause? Manchmal möchte man ja den Hintergrund auch nicht preisgeben und die meisten Büros sind halt leider auch immer irgendwie nicht so richtig gut aufgeräumt. Man bräuchte halt irgendwie auch ein nett aussehendes Studio, vielleicht mit einer Couch oder so in einem Besprechungsraum mit irgendwie ein bisschen auch nettem Hintergrund. Da steht vielleicht eine Blume, da sind ein paar Lichter angebracht, die jetzt auch nicht übermäßig leuchten, aber die so einen wirklich Instagrammable Hintergrund zaubern und das hat man halt in einem Büro-Setting in einer Uni eben nicht. Und das dann ist schon. Das Neueste oder was ich jetzt auch bei einigen Kanälen gesehen habe, dass sie durchaus einen Teil der Wand, also du nimmst einen echten Kontext vor einer Wand, von einem Whiteboard, wie auch immer, und malst einen Teil in einer bestimmten Farbe an, sei es blau, grün und selbst Grautöne funktionieren wohl, um dann sozusagen trotzdem noch das organisch den Kontext zu haben, aber trotzdem eine Folie einblenden zu können, von mir aus auch im Hochformat. Und ich glaube, da könnte man schon noch ein bisschen, wenn man jetzt nicht gerade so wie du hier im Bild in einem Computerprogramm sitzt, da macht es natürlich total Sinn, die Kanten rauszuschneiden. Also irgendwie könnte man beide Welten noch mehr vermischen, aber auch das braucht eine feste Wand und gegenüber von der Wand muss die Kamera stehen, weil das willst du nicht ständig auf- und abbauen. Genau, und du musst dich halt auch, die beste Kamera macht ein schlechtes Bild, wenn du kein gutes Licht hast, du musst dich irgendwie um den Ton kümmern, vernünftig. Ja. Das ist zum Beispiel, um jetzt noch mal ganz kurz auf das Lightboard zurückzukommen, dieses mitgelieferte Mikrofon dort, das ist halt einfach nicht gut. Ja, also Lavalier, ich würde behaupten, das Investment in ein Lavalier, also in ein Ansteckmikrofon, man erreicht so viel mehr Mobilität, man kann irgendwie, also was ich ja auch mal gesagt habe, man kann einfach die Lehrenden viel besser in ihr Naturell werfen. Und wenn du jetzt jemanden hast, der einfach gerne steht oder von mir aus auch gerne sitzt, ja, also finde ich, lohnt sich in jedem Fall. Natürlich kosten die Dinger ein bisschen mehr und dann willst du nicht Funkkanal und so einstellen. Aber ja, das ist einfach viel flexibler. Ja, was mir jetzt, wenn du noch mal ganz kurz zu dem Video mit Jürgen Hanke zurückgehen magst. Ja. Also wenn man jetzt guckt, ne, eben das war das Video von 2022, das ist jetzt das ist 8 Jahre früher. Ja. Was mir halt zum Beispiel aus heutiger Sicht auffällt, Der gute Jürgen Hanke ist schlecht ausgeleuchtet. Also so in manchen Sachen sieht man ihn. Also, und das ist, ich gucke mir auch mal, also von mir gibt es auch ein paar Videos. Ich habe ja früher immer ohne Gesicht aufgezeichnet und so ein paar Sachen gibt es auch, wo man dann mal die Kamera hat mitlaufen lassen. Und da muss ich auch sagen, also bei mir gibt es Videos, da sehe ich noch viel schlechter ausgeleuchtet aus, einfach weil man da früher nicht drauf geachtet hat. Ne, das war, man hat da so, okay, man sieht ja das Gesicht, alles gut. Aber es ist ganz cool, er konnte sich jetzt gerade, weil er natürlich der Medienprofi ist, er konnte sich jetzt zum Inhalt wegdrehen. Aber es ist wie der Wettermann oder die Wetterfrau in den Nachrichten. Er guckt auf was Grünes und muss sich dann vorstellen, wie sein Beispiel. Also der Cognitive Load ist bei ihm. Genau, und wenn es gut aufgebaut ist, sozusagen das Studio, hat ja so, wie wir das vorhin auf diesem Greenscreen-Erklärbild gesehen haben, da von Wikipedia, hat er halt einen Kontrollmonitor so an der Seite zu stehen. Wo er dann, wenn er eben so zur Seite guckt, dann so ein bisschen sieht, wo ist denn meine Hand, wo bin ich denn jetzt an der Stelle? Auch nicht schlecht. Also da muss man auch einfach ehrlich zugeben, dass das vielleicht heute leicht aus der Zeit gefallen oder ist ja Standard.
Weiß ich nicht. Also irgendwie vor 8 Jahren. Also für die damalige Zeit, absoluten Respekt, ja, sind diese Videos super gut produziert. Ne? Aber trotzdem würde man jetzt eben mit diesen 8 Jahren Unterschied da drauf gucken und sagen, klar, da kann man nochmal, könnte man heutzutage eben nochmal eine Schippe drauflegen. Ja, da ist, also da bist du auch schon richtig gut, also schon richtig gut ausgeleuchtet. Das muss man natürlich einfach sagen, aber ja. Man lernt halt auch dazu und tendenziell würde ich aber trotzdem sagen, Greenscreen, auch wenn wir ihn jetzt gerade benutzen, eher, also Lightboard, yay, ne, depends so ein bisschen, einfach mal ausprobieren oder wenn die Uni eh einen hat. Ich meine, ihr hattet ja auch eins, das war ja auch, habe ich auch mich total verwundert, dass du dann getwittert hast, so, ja, wir haben ein Lightboard. Ihr habt ein was? Also, und Greenscreen würde ich eher sagen, nee, weil irgendwie ein bisschen abgedroschen und ich will noch ein bisschen experimentieren, ob man diese Welten miteinander kombinieren kann. Aber einfach nur, und weil lieber die Folien zu einem ins Wohnzimmer oder ins Studio kommen lassen. Genau. Ansonsten für mich Greenscreen-Vorteil oder dieser Videos, dass ich eben MATLAB zeigen kann, dass ich Simulationsprogramme zeigen kann, dass man eben sehr flexibel darin ist, was man da jetzt gerade auf den Bildschirm packt. Und dass man natürlich auch wieder mit einem Wacom-Tablet eben handschriftlich schreiben kann. Ja, also ich kann Formeln schreiben, ich kann im Prinzip, wenn man so will, alles machen, was ich auf dem Lightboard machen kann, plus Computerprogramme nutzen. Aber ich kann natürlich nicht so schön dahin zeigen. Also zumindest nicht mit der Hand. Ne? Ich brauche irgendwie da so hier Pen Attention oder irgendwie so ein bisschen so einen leuchtenden Cursor. Ja. Und man sieht auch, dass mein Kamerabild eben, vielleicht müsste ich es nochmal spiegeln, ich gucke natürlich genau in die falsche Richtung. Ja. Ja, ich gucke immer genau. Bei mir hier drüben, aber so. Genau, ich gucke immer genau diametral und auf der anderen Seite musst du dann mit links und rechts noch, also das hat auch wieder sein Für und Wider. Genau. Ja. Es ist schwierig. Ja, aber ja, gut, okay. Greenscreen würde ich sagen auch check. Da fallen uns bestimmt. Also Mobilität, ja, okay, genau. Jetzt können wir das ja mal unten mal kurz diese Punkte durchgehen. Klar, Hauptzweck haben wir gerade schon diskutiert. Personen, also nicht sichtbar. Ja, muss sichtbar sein, sonst kein Greenscreen. Also, ja. Also Person 2, würde ich sagen, geht auch noch. Ich meine, wir machen das ja auch gerade so zweit. Auch gerade Tutorials zu zweit. Ja, absolut ja. Produktionsaufwand relativ, also mittel würde ich sagen, wegen den Lichtern. Man muss das ein paar Mal gemacht haben oder man lässt es einfach stehen, damit der Produktionsaufwand niedriger ist. Nachher eigentlich sehr niedrig. Wenn ich mache die One-Taker, schneide nicht, alles gut. Genau. Wenn es irgendwie schief läuft zwischendrin, fange ich einfach nochmal an. Ja. Preis. Gut, relativ, aber deutlich günstiger als ein Lightboard, würde ich sagen. Ja, wobei, wenn man sich jetzt irgendwie schon kommt ja darauf an, vielleicht machen wir das auch nochmal sozusagen, ob man sich das selber anschafft oder eben einen Dienstleister mit einbindet, weil sobald ich im Unikosmos irgendwie sage, ich brauche jetzt eine 600-Euro-Kamera, dann ist das so, ja gut, das ist quasi ein halber internationaler Flug. Dann wird vielleicht noch gefragt, okay, brauchen wir das wirklich? Und ich glaube auch eher, dass die Raumbindung das größere Problem ist. Sich privat natürlich jetzt anfangen, das Zeug zu kaufen. Und dann kann man, glaube ich, schon irgendwann vergleichen, dass es teure Video-Setup, Greenscreen, Studio, Uni-Räume gibt, die teurer sind als kleine selbstgebaute Lightboards. Ja, genau. Möglichkeiten, Eignung für Fachkultur. Das ist ein guter Punkt. Eine andere Fachkulturen sitzen nicht in LTSpice und die wollen auch irgendwie nicht in einem Python-Skript sitzen. Jürgen Handke, Anglistik, macht das eben auch für die Sprachwissenschaften. Wobei er Computerlinguistiker ist. Ne? Ja, aber ja, es ist schon, genau. Ich glaube schon, dass man kann sich auch in einen Text setzen. Also das wäre auch relativ cool, wenn man einfach sagen kann, hier, also dass man sozusagen Sätze durchgeht und auf die zeigen kann. Natürlich kann man die auch hervorheben, schon klar. Aber Möglichkeiten ist gegeben. Und man kann ja auch das Kamerafenster hin und her schieben. Ne? Also ich kann ja mich auch über die Folien drüber schweben lassen. Ich glaube, da hast du doch mal dieses Reactionary Video auf gemacht. Ja, genau, sowas in der Tat. Ja, also
Es ist voll der billige Trick, muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Und die Frage ist, braucht man es, nützt es irgendwas, ja oder nein? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Also ich glaube, wenn man es nicht übertreibt und das mal bringt, dann ist das, glaube ich, relativ cool, weil es so ein, oh wow, da passiert was. Also man kann so eine Art Ausschlag generieren. Aber wenn du das jetzt jedes Mal in Minute zwei von deinen Tutorials machst, dann ist das, der Magdowski wieder. Also, jetzt schwebt er wieder über die Folien. Ja. Genau, an sich ganz cool, aber. Aber man ist sehr flexibel in der Darstellung, sagen wir mal genau, so. Also man kann eigentlich Folien, Handschrift, Simulationsprogramme, all das kann man machen. Und an die Möglichkeiten der Darstellung hast du schon, ja, okay. Ja, genau, so. Und Mobilität ist natürlich, also. Ich würde sagen, ein Lightboard, das steht wirklich absolut fest genagelt irgendwo in einem Raum. Dein Elgato also, Greenscreen ist portable, ne? Also da hast du das Geld also bezahlt. Ich habe meinen Greenscreen zumindest früher zu Hause zu stehen gehabt. Jetzt habe ich ihn im Büro zu stehen. Man kann ihn schon mal ein bisschen durch die Gegend tragen. Ja. Aber auch hier haben wir irgendwie niedrig, mittel, hoch und er ist mobiler als ein Lightboard. Ja, ist mobiler als ein Lightboard. Dafür brauchst du nämlich eine Umzugsfirma. Ja. Oder du riskierst halt, dass 95 Zoll einfach mal kaputt gehen können. Ja. Okay. Also die Liste ist übrigens nicht exklusiv vollständig, ne? Muss man natürlich an der Stelle auch einfach mal sagen. Anekdotisches Wissen hoch. Aber das kann man ja ändern. Noch was zu Greenscreen? Und zwar der Kanal Dr. Watson. Absolute Einschaltbefehl haben, glaube ich, da andere gesagt, aber das klingt mir ein bisschen zu rabiat. Die machen auch eine Art Greenscreen, sind auch auf Twitter aktiv, verdienen auch deutlich mehr Follower. Und die machen, kann man es irgendwo sehen, das ist Greenscreen, was du hier siehst. Die haben ihre Wand entsprechend angemalt, das ist natürlich jetzt richtig echtes Konfetti und ganz sanfte, seichte Animation im Hintergrund. Und die benutzen so eine Art Double Layer, die erklären das auch so grob mal in einem Video. Und das ist so ein grau, mittelmeer, irgendwas blau. Und man sieht so, also diese Punkte existieren nicht. Gut, das Konfetti soll mal weggehen. Ja, okay, er freut sich. Also diese Sterne im Hintergrund, diese Punkte, die existieren nicht. Die Wand ist echt, das Licht ist echt, das Regal hier unten ist echt. Und dann gibt's manchmal so ganz leichte und sanfte Animationen. Ist natürlich ein Post-Production-Prozess dahinter. Der Text wird vorher geschrieben, da wird nicht gefreestylt. Da gibt es einen Aufnahmetermin, da gibt es eine Kontrolle, da editieren zwei Leute explizit. Wär mein heißer Traum für die Unilehre, zumindest ab und zu. Aber also das ist auch. Das ist, was es bei mir im Normalfall nicht gibt. Ja, na gut, weil du alles alleine machen musst. Also, ich meine, öfter positioniert. Wenn du jetzt nur Schaltung erklären könntest, dann wäre das schon auch möglich. Also, genau, aber ganz heißer Kanal, Dr. Watson und einfach mega, was sie machen und dass sie auch auf die Idee gekommen sind, ja. Das nehmen wir direkt mal als Beispiel in unseren. Genau. Genau, und was mir an der Stelle einfällt, hier mein Pageflow, den könnten wir nachher mal noch ganz kurz besprechen. Auch so ein bisschen als High-End-Variante der Produktions. Wo kommt es rein? Nur das, was wir am Ende nicht vergessen. Aber so, bist du bereit für einen Teleprompter? Ja, also nur, ich meine, wahrscheinlich kennt jeder einen Teleprompter. Ich habe mal da das Wikipedia-Bild rausgesucht, wie das Schema ist. Ne? Man will in die Kamera gucken, trotzdem irgendwie vor der Kamera den Text lesen, den man sich möglicherweise vorgeschrieben hat. Also die man sich hoffentlich vorgeschrieben hat. Sonst bringt das natürlich alles nichts. Was man machen könnte, das benutzen wir auch teilweise im OpenHPI-Studio, dass man eben seine Folien sieht und da reinsprechen kann, damit dieser Side-Effekt, den du vorhin beschrieben hast, eben nicht entsteht. Aber auch die muss ich ja vorher haben und kann nicht sagen, was machen wir denn heute eigentlich? Also die Vorbereitung ist auch hier mittel bis eher hoch, gerade wenn man mehrere Videos hintereinander aufnehmen soll, so die Erfahrung. Ich habe noch dazu geschrieben, ich skripte eigentlich alle meine Videos, weil sie unter 7 Minuten oder noch weniger bleiben sollen. Und wenn ich dann anfange in der Situation, also so gut ist man dann eben doch nicht rhetorisch bewandert, dass man genau pointiert das alles zusammenfassen kann. Ich würde auch behaupten, die Lernkurve ist eher nervig und
dann steht man dann davor, du siehst eben, also jetzt gerade hier vor der Webcam, sieht man ja das Objektiv und man kann irgendwie dieses dunkle Etwas der Linse reinsprechen. Auf einmal hast du irgendwie so ein 15 Zoll oder noch mehr Bildschirm vor dir und kannst es eben nicht mehr. Dann kommt, wird da auch noch Text drüber gelegt. Das ist dann auch einfach viel zu schnell und du fühlst dich irgendwie wieder komisch. Also ich glaube, es frustriert eher und die Leute denken, oh cool, da kann ich ja ablesen, kein Problem. Ja, du brauchst den Text, man muss es lernen, weil ansonsten hat man so wellenartige Kopfbewegungen, die dann irgendwie, also man macht kreisende Bewegungen und man sieht irgendwie, irgendwas ist da falsch. Genau, und auch das willst du nicht bewegen. Definitiv. Und dein letzter Kommentar da passt, glaube ich, aus meiner Sicht eben sehr gut. Auch dieses Ablesen will halt gelernt sein. Also ich gebe dir vollkommen recht, desto kürzer das Video, desto mehr lohnt sich das, glaube ich, wirklich diesen Text halt zu skripten, weil es auf im Prinzip jede Sekunde ankommt, ja, in der man versucht, irgendwie pointiert was darzustellen. In dem Lightboard-Set da zum Beispiel war es ja auch so, da gab es halt einen Kontrollmonitor unterhalb der Kamera, wo man das Kamerabild gesehen hat zur Kontrolle. Und darüber gab es nochmal einen Monitor, wo man auch, den man auch als hätte Teleprompter nutzen können. Da habe ich mir halt im Prinzip meine Notizen, also wie will ich mein Tafelbild aufbauen, wo schreibe ich was wohin, drauf anzeigen lassen, bis dann irgendwann das Ding halt auch in der Kamera sich gespiegelt hat, weil wahrscheinlich irgendein Polarisationsfilter fehlt oder was auch immer. Mir fällt das, aber vielleicht ist meine Lernkurve da auch noch nicht steil genug gewesen, mir fällt das extrem schwer, dass einen vorgeschriebenen Text so abzulesen, dass das so klingt, wie wenn mir das gerade erst in dem Moment eingefallen ist und es eben nicht so abgelesen klingt. Ja. Ich würde behaupten, ja, sorry. Ja, naja, und ich habe mal irgendwann so ein Making-of von Sendung mit der Maus-Erklär-Videos gesehen mit Armin Maywald und der hat halt auch mal erklärt, ne? Er hat irgendwie so ein Video produziert, ist zu dem Redakteur gegangen, hat ihm erklärt, so hier, so das haben wir gemacht und das und so. Und er hat gesagt, ja, super, filmt das genau so. Sorry, ja. Und dann hat er das halt irgendwie, ja, so im Prinzip sich den Text irgendwie aufgeschrieben und das halt gefilmt und das wieder beim Redakteur. Und dann hat er gesagt, nee, das klingt doch jetzt total langweilig. Du hast mir das vorher, hast du mir das viel besser erklärt. Das klang viel authentischer. Ne? Und also, die zumindest so, wie ich das mal gesehen habe, in Making-of, spricht er schon den Text halt jedes Mal irgendwie live. Und eigentlich auch, wenn das so ist, jetzt habe ich mich versprochen, das klingt irgendwie blöd, ich fange einfach nochmal an, ja, damit das so klingt. Wie wenn es ihm gerade wirklich so eingefallen ist, weil es ihm gerade wirklich so eingefallen ist. Ich glaube tatsächlich, da gehören zwei, also das ist meines eigentliche Präsentieren, also im Sinne von, wie lese, also das Ablesen und auch trotzdem seine Mimik und irgendwie den Fokuspunkt haben und nicht groß rotieren. Aber es fängt schon beim Schreiben an, so aus eigener Erfahrung, dass man halt sagt, okay, würde ich jetzt äquivalentes Darstellungssystem basierend auf einer, also wie hochgestochen rede ich, weil Schreibsprache, also Schriftsprache Deutsch ist auch einfach relativ kompliziert, sind wir mal ehrlich. Da wollen wir sehr pointiert zusammenfassen und schreiben, was ja irgendwie auch hilft. Ja. Aber im Alltag ist es eben nicht so. Die Füllwörter sind anders. Ich habe deswegen im Hintergrund, also ich will jetzt nicht weird flexen, aber weil ich diesen Prozess einfach sehr kenne, habe ich einfach mal ein Skript, wie ich das mache und selbst die Regieanweisung. Also wenn dann was aus dem Off kommen soll und ich quasi mit mir selber rede, dann steht er aus dem Off. Und dann auch mein Gude, ich sage in jedem Video Gude, weil er ganz Kanal so heißt, aber trotzdem schreibe ich das auf und dann sage ich, ich gehe in diesem Video im Detail durch das Binärsystem und natürlich probe ich den Text vorher und lese ihn dann einmal vor und wenn an eine Stelle eben holprig klingt, so, das würde ich niemals jemandem so sagen, dann schreibe ich den Text um. Das aber irgendwie nicht Freestyle, sondern genau. Definitiv der entscheidende Punkt. Und ich glaube, wenn man sich halt hinsetzt und im Prinzip so einen Text schreibt, mit so wie man einen Text schreibt, würde man halt viel längere Sätze, viel kompliziertere Nebensatzkonstruktionen aufschreiben und dann halt vorlesen, die man aber nie so sprechen würde und dementsprechend kann man dem halt auch nicht folgen dann. Also ich kenne halt viele Videos, wo man, da merkt man genau, dass die Leute sich halt einen Text vorgeschrieben haben und den im Prinzip vorlesen. Das ist stinkelangweilig. Ja, ja. Selbst, also was ich jetzt hier gerade, selbst die Pausen, jetzt müssen uns aber noch die Wertigkeiten angucken. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber selbst Sprechpausen muss man sich irgendwie überlegen. Und natürlich kann man, das ist jetzt die extreme vorbereitete Variante, man könnte sich auch Stichpunkte überlegen und dann sagen, okay, das braucht aber eine
sehr gute Vermittlung des Wissens. Also du musst eigentlich alle Ins und Outs von so einem Thema oder von einer Schaltung oder was auch immer du gerade präsentierst, kennen. Und du darfst dich nicht selber irgendwie in den Freiflug bewegen. So, oh, das fällt mir gerade ein, das ist bestimmt spannend. Weil dann den Weg wieder zurück aus dem Kaninchenbau zu finden, ist so vor und wieder extreme Vorbereitungszeit, bin ich ehrlich. Man weiß halt ganz genau, wie die Zeit ist. Also ich weiß von einem Text, den ich schreibe, vorher schon, okay, das werden 322 Sekunden. Weil das sagt genau mir mein Teleprompter-Skript. Und noch ein Argument in favor, dass man das durchsuchen kann. Ich kann es verschlagworten, ich kann mir die häufigsten Wörter automatisch rausziehen, habe quasi automatisch Keywords. Ja, gut, ein Transkript könnte man halt natürlich auch nach einer Aufnahme automatisiert erstellen lassen mit Webcaptioner oder einfach mit dem YouTube-Transkript oder irgendwelchen anderen Cloud-Dienstleistungen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt so ein paar, mein Kinder-Uni-Video zum Beispiel, was ich halt recht aufwendig produziert habe, da habe ich das auch gemacht, da habe ich mir auch einen Text vorgeschrieben. Ja. Oder eben dieser schon angesprochene Pageflow, der ist auch wirklich relativ klar Wort für Wort vorproduziert, auch einfach, damit man eben exakt in der Zeit bleibt. Ne? Also heißt, pass auf, wir haben irgendwie für das Gesamtvideo so und so viele Minuten pro Folie oder pro das, rechne mal mit so und so und dann muss man sich da halt eben dran halten. Ansonsten würde ich so sagen, ja, wir haben halt in der Schule auch schon damals eine Lehrerin gehabt, die sehr Wert darauf gelegt hat, wenn wir irgendwelche Vorträge gehalten haben, dass wir eben kein Skript hatten, kein ausgeschriebenes, sondern eben nur einen Stichpunktzettel. Ich sehe das sehr häufig bei unseren internationalen Studierenden, insbesondere denen aus Russland, dass wenn sie irgendwelche Vorträge halten, dass die halt voll mit einem vorgeschriebenen Skript kommen, das dann halt von Zetteln oder auf ihrem Handy scrollt ablesen, was wirklich stinke langweilig ist. Das ja, und naja, für viele Bereiche würde ich eben sagen, Herrgott, also wenn man Lehrperson ist, einigermaßen erfahren auf einem Fachgebiet zu einem Thema, sollte man sich in den meisten Fällen eben auch schon durchaus hinstellen können und mal 10 Minuten was zu einem Thema erzählen können, ohne dass man sich vorher einen Text aufgeschrieben hat. Aber ich sehe deine ganzen Vorteile. Es ist deswegen halt der Vorbereitungsaufwand, den man mitziehen muss. Ne? Deswegen sieht es ja auch umso komischer aus, wenn man, also auch wenn man sich Anleitungen oder so anguckt, dann sagen sie, ja, es ist natürlich ohne Publikum, no audience option und so. Auf der anderen Seite, deswegen habe ich den letzten Punkt, jede größere Late-Night-Satire, die ganzen Heute-Shows, wie auch immer, das Publikum ist, damit die Lacher nicht eingespielt werden müssen und damit man, ich weiß nicht, ob man aus den Ticketverkäufen noch irgendwas macht, aber das ist so, das ist für den Moderator ganz nett. Auch Welke hat ja irgendwann mal gesagt, also Oliver Welke vom ZDF, von der Heute-Show, oh, ohne Studios fühlt sich anders an. Ja, glaube ich ihm auch, aber man macht das, die Shows werden für eine Kamera produziert und das Publikum ist da, um das irgendwie mal live zu verfolgen, aber das Publikum ist, ich will nicht sagen egal, aber Beiwerk. Und auch die benutzen, vielleicht nicht für jeden Sketch und für jede Möglichkeit, aber manchmal sieht man es auch, wenn sie dann auch teilweise zwei Teleprompter-Richtungen haben und eben nicht miteinander reden, sondern eigentlich über ein Kameraeck sozusagen. Also es ist längst Standard. In Vorträgen würde ich auch sagen, sollte man frei sprechen. Ja. Ja, aber dieses ich produziere eigentlich für die Leute vor Ort, sind die Leute vor Ort schmückendes Beiwerk, helfen die mir dabei, irgendwie fokussiert zu bleiben? Ich hatte letzte Woche einen Workshop hier in Magdeburg für unsere IEEE Student Branch, 2 Leute im Raum, ich weiß nicht, so 8, 9 Leute per Twitch zugeschaltet. Man fängt dann an, eher in die Kamera zu gucken, als halt zu den Leuten im Raum. Ja. Weil man weiß, okay, es gucken gerade mehr Leute über die Kamera zu halt. Ne? Ja. Und dann ist das halt irgendwie komisch für die Leute im Raum. Aber die Leute im Raum helfen einem trotzdem, weil sie stellen da mal Zwischenfragen. Man kann so ein bisschen da in Gesichter gucken, ein bisschen was draus ablesen. Ich glaube, das wird für Lehrpersonen auch in Zukunft noch ganz spannend, wie man halt bei so Hybridformaten umgeht. Wo gucke ich denn jetzt hin? Wo stelle ich mir die Kamera hin? Ich wusste, du sagst das böse Wort mit H. Ja. Ja, nee, es war klar, dass es kommt. Definitiv. Vielleicht braucht man da auch eine andere Art von, es heißt Medientraining, aber ich glaube, das muss man halt einfach üben. Und alleine in seinem Kämmerchen zu sitzen und was aufzunehmen, ist das eine. Auf einmal sitzen da noch 2 andere Leute, die machen dann, also Leute existieren und machen ja auch was, sondern die machen sich Notizen.
und auch sich nicht stören lassen von nur live, von vor Ort Publikum. Das muss man ja irgendwie auch lernen. Also das ist ja auch das, was die Leute eher nervös macht. So, oh, ich werde bewertet. So, ja, wirst du, ganz automatisch. Genau, aber Zielgruppe, Publikum, ist es eher online, ist es Hybrid oder also in Präsenz und online, wobei das ja auch Online-Präsenz ist. Naja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Fällt mir noch was zu Teleprompter ein? Wollen wir kurz durchgehen? Ich würde sagen, Hauptzweck ist erklären. Ich kann es mir auch durchaus eben abfragen. Also ich spreche Fragen rein, aber da könnte ich mir einfach bessere Sachen, also da reicht auch ein Voice-Over, da muss man mich jetzt nicht sehen. Personen ist, denke ich, sichtbar, weil ansonsten brauche ich keinen Teleprompter, sondern lese einfach nur von einem Zettel ab. Personen, es braucht halt jede Person seinen eigenen Teleprompter. Also das geht zu zweit. Ich bin immer noch da, Leute. Das geht zu zweit, aber dann braucht man auch eine sehr hohe Vorbereitung. Also es wird nur noch schlimmer, was die Vorbereitung angeht. Genau. Produktionsaufwand. Ja, Produktionsaufwand steigt auf jeden Fall. Preis ist, glaube ich, relativ, also man kann sich auch wieder für 50 Euro, glaube ich, einen ganz gut selber bauen. Boah, ja, das Problem aber ist, aber der funktioniert also, ja, dann auch so semi, ja. Ist so. Du brauchst leider dieses Beam-Splitter-Glas, das nur in eine Richtung Licht durchlässt. Und allein, dann kannst du da irgendwie zum Fachhandel gehen. Also, ich habe es versucht und am Ende habe ich mir irgendwie die kleinste Lösung auf Amazon gekauft, die dann irgendwie auch schon 150 oder 180 Euro kostet. Wo du halt auch überlegst, ey, das ist so ein bisschen Pseudo-Edelstahl-Aluminium und eigentlich zahlst du nur so viel Geld, damit ein fertiges Glas im Rahmen kommt. Ja, also es ist auch nicht so krass innovativ, muss man einfach mal sagen. Fernsehproduktionen machen das natürlich, das ist alles schon eingebaut, da wird kein Tablet drunter gelegt. Genau, weil das muss man sich auch überlegen, wo kommt der Text denn her? Also und wie steuere ich ihn, wie regle ich die Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Also irgendwie mittel bis hoch, würde ich sagen, und nachher, wenn man einen festen Raum hat, dann würde ich sagen, eher niedrig. Wobei, man muss das Ganze, ja. Ah, nee, stimmt. Ja, nee, dann tatsächlich eher niedrig. Ich hab jetzt daran gedacht, wenn man das in Kombination mit dem Greenscreen benutzt. Aber da sind wir ja gerade nicht, genau. Ja. Preis haben wir gerade schon grob gesagt. Da muss halt irgendwie auch eine Kamera ran. Da muss irgendwie ein Tablet unten drunter oder irgendwas, was einen Text hat. Ich hab schlechte Erfahrungen mit einem Bildschirm gemacht, den man unten reinklemmt. Einfach weil man Bildschirme braucht, die spiegeln können. Und das sind auch so Fragen, die stellt man sich ja sonst im Alltag nicht. Die meisten Bildschirme können nicht einfach spiegeln. Also im Sinne von Bild drehen, weil du brauchst ja spiegelverkehrt. Am besten in mehrere Richtungen, wobei du brauchst vor allem das Vertikale. Ja, schwierig. Nur um einen Text vorzulesen, muss man sich halt überlegen. Möglichkeiten der Darstellung. Ja gut, das Text. Ja. Okay, lass uns mal zum Whiteboard kommen. Das böse Whiteboard. Was haben wir denn da? Ich hab's ja halt nur mal gemacht, um sozusagen mal einen Vergleich zum Lightboard zu haben. Ja. Man kann aus meiner Sicht erstmal von der Darstellung her die gleichen Sachen machen wie an dem Lightboard. Man kann die Farben von den Stiften besser unterscheiden. Man muss das trotzdem sehr aufwendig ausleuchten. Ich habe das auch abends im Dunkeln gefilmt sozusagen und nur Kunstlicht. Der super Raum, krass. Der von Raum wird auch immer mehr zu so einer Studioproduktion. Also. Weil man jetzt ja hier zum Beispiel in diesem Foto sehr schön sieht, dass man da halt ansonsten ganz fiese Reflexionen an diesen sehr glatten, sehr spiegelnden Whiteboards hat. Also das Licht muss sehr krass von der Seite kommen, sieht man dann auch ein bisschen komisch aus. Noch von oben, genau. Mir fehlt jetzt da sozusagen das Galgenstativ. Ansonsten, also ist das auch eigentlich ein schönes Setup, das ist mein Spickzettel, das ist sozusagen mein Teleprompter in dem Fall. Ja, ja. Der Budget-Teleprompter. Und das funktioniert halt auch eigentlich ziemlich gut, muss man mal sagen. Und wenn man halt so ein Whiteboard hat, braucht man eigentlich nur Lichter, Stativ, Kamera, ein bisschen Ton und also irgendwie ein Ansteckmikro, fertig ist die Laube. Ja. Ja, wobei man natürlich sagen muss, Whiteboard abfilmen würde ich so als die schlechteste aller Varianten. Wenn es nicht anders geht, dann ist das nun mal so. Kommt vielleicht auch so, also die Dauer macht das videoleere Gift. 12 Minuten an einem Whiteboard rumkritzeln ist, glaube ich, einfach anstrengend.
Ist es halt so eine Low-Cost-Variante. Aber ich meine, ja, am Ende des Tages funktioniert sie eigentlich ganz gut und man kann schon ganz passable Sachen damit machen. Man sieht dann natürlich relativ häufig auch die Person von hinten. Ja, genau, man muss sich als Lehrperson auch natürlich wieder ganz schön zwingen, immer mal in die Kamera zu gucken. Die Gefahr, irgendwas zu verdecken, ist relativ groß. Es ist gut, wenn man so ein bisschen seitlich von einem selbst schreiben kann. Naja, es ist auch eine Gewöhnungssache, aber Herrgott, das funktioniert eigentlich ganz okay. Was mir noch auffällt, absolute technische Nitty-Gritty-Kleinigkeit. Ja, also, du stehst ja durchaus im Vordergrund. Also, das Whiteboard ist irgendwie hier und du musst natürlich davor stehen, rein physikalisch. Und wenn man dann eine schlechte Kamera hat, zum Beispiel eine Webcam, dann kämpft die total mit dem Autofokus, weil der Abstand nicht groß genug ist, um dich klar abzutrennen. Also auch hier, dein Unterarm ist unscharf. Die Schaltung ist scharf. Und wenn du dann aber natürlich auch wieder, also entweder du machst dann einen Schritt vor oder stehst auch sehr nah. Das ist noch so eine Kleinigkeit. Du hast jetzt eine gute Kamera benutzt. Nee, ich habe hier mein olles Handy benutzt. Also echt? Das ist wirklich schlechte Kamera. Also ich wollte es wirklich low-cost-mäßig haben. Ja. Das ist ein dann ist das Licht Euro. Richtig gut. Also wenn ich unter Tagesbedingungen hier eine typische Webcam benutze, die vor der Corona-Zeit 50€ gekostet hat und heute das Dreifache kostet, die kann das nicht. Also einfach, weil der Sensor ist viel zu klein, das Licht stimmt nicht. Also ja, die Handykameras sind da halt schon besser, aber ich glaube, jetzt das Video hätte noch mal extrem davon profitiert, wenn man sich noch ein ganz bisschen mehr Mühe gegeben hätte, es irgendwie auszuleuchten, wenn man halt eine teure Kamera hingestellt hätte. Aber so im Großen und Ganzen, ne, man sieht jetzt ein bisschen das Seitenschattenlicht, aber das ist eigentlich, finde ich, ganz okay. Ja, ne? Kann man sich jetzt machen. Genau, ansonsten. So, dann, was haben wir noch? Kanstyle-Videos. Also ich mache einen Screencast, ich schreibe einfach auf dem Bildschirm eines Tablets, filme den Bildschirm ab oder ich schreibe auf ein Wacom-Tablet und filme den Bildschirm ab. Absolutes Vor-Steinzeit-Video. Also 2007. Ja, genau. Also deswegen, das sind die ganz, ganz großen Anfänger gewesen. Holla die Waldfee, hat auch, glaube ich, super schlechte Auflösung, aber eben 2 Millionen Aufrufe. Top-Kommentar, 11 years later in this video is still saving lives. Es ist also sorry Leute, da muss man einfach mal sagen, das ist einfach so. Also man kann, es gibt ja auch den einen oder anderen Twitter-Rant gegen Leute, die Erklärvideos und irgendwie das Klassenzimmer, in dem man nicht richtig lernen würde und nur abschreibt. Ja, irgendwie schon, aber im gleichen Atemzug denke ich mir immer, wenn man Lernende nicht so stressen würde mit Noten und Abgaben und hast du es bis zu einem Tag X verstanden, dann müsste man sich, wenn wäre man nicht auf so Videos angewiesen. Also irgendwie scheinen die einen großen Markt zu bedienen, der doch Leuten hilft, zumindest Prüfungen zu bestehen. Ob das ein langfristiges Lernen ist, sei mal dahingestellt. Aber der Bedarf ist da. So. Ja. Und also, wie würde man sagen, reduce to the max, ja. Es ist, also simpler geht es nicht. Ich schreibe wirklich nur, filme den Bildschirm ab. Es gibt keinen Kopf. Ich muss nur darauf achten, dass irgendwie der Ton natürlich vernünftig ist. Ansonsten sehr einfache Produktion. Man kann auch problemlos schneiden, weil man natürlich nicht irgendwo so die Sprünge hat. Auf einmal war der Kopf noch da, jetzt ist er halt irgendwie 3 Zentimeter daneben. Vielleicht diebt der Mauszeiger, aber das interessiert auch keinen. Also muss man genau, auch mal sagen, dass der Mauszeiger mal springt, ist aber ansonsten auch jetzt nicht so wahnsinnig unüblich. Man kann sehr schön Sachen highlighten, man kann sehr schön Sachen im Entstehen zeigen, man ist sehr flexibel. Ich habe bei meinen Videos immer versucht, zu vermeiden, zu scrollen, weil mich das halt so beim Anschauen nervt. Also ich habe das eher versucht, so wie eine Tafel zu nutzen und zu sagen, wenn ich mehr Platz brauche, lösche ich lieber nochmal was weg. Man kann das natürlich auch wie diese berühmten Overhead die Projektionsrollen, wo man so weiter kurbelt, nutzen, das kann man natürlich tun und lassen, wie man will. Und man braucht vielleicht eine ganz gute Handschrift, aber auch mit einer schlechten Handschrift geht's gut, weil man ja dazu erklärt, was man da tut. Und tja, das ist halt immer noch die große Frage, ne? Also braucht man diesen Kopf der Lehrperson, ja oder nein? Hilft der nicht? Lenkt der vielleicht auch manchmal ab? Zählt vielleicht halt die Stimme viel mehr? Ich stelle auch fest, dass das natürlich dann so eine Sache ist, wenn man dann irgendwie immer die gleichen Klamotten anhat, wenn man halt den Kopf sieht auf so einem Video, fragen sich vielleicht auch Leute, wie hat der nur das eine Oberteil oder so. Sind meine Haare schön?
Ja, sehe ich, muss ich fertig aus. Sehe ich aus, als hätte ich nur 4 Stunden geschlafen, weil Paper-Abgabe war. Ich glaube, alles in diesen Videos nicht, ja. Eigentlich nicht. Ich glaube, also was ich bisher gelesen habe, und die Frage ist schon relativ alt, so mit in der wissenschaftlichen Szene, bringt der Lecturer Presence, nennt man das ja auch, tendenziell nein. Was ich bisher gelesen habe, ist, dass es bei Recall-Aufgaben, also beim Wiederholen und bei Verständnis, dass es durchaus hilft. Also bei so diesen ersten Eingangs-Intros, dass es aber bei Transferaufgaben nicht der Fall ist, dass da Vergleichsgruppen nicht besser waren. Was man durchaus auch sieht, ist, dass die Bewertung im Sinne von, wie qualitativ hochwertig schätze ich das Video ein, also so die Perception sozusagen, dass die durchaus höher ist, weil es vielleicht auch wertiger wirkt. Das kann man sich, so kann man das argumentieren. Wie Jörn Lobeschach sagen würde, es ist mehr Skin in the Game, ne? Wenn ich halt eine Person auch tatsächlich sprechen sehe. Ja. Ist tatsächlich auch gerade das Video von ihm. Das passt insofern. Aber auch hier sagen Leute, ey, gutes Video, und das ist auch vor 2 Monaten, aber es ist schon 7 Jahre online. Also, muss man halt auch einfach mal sagen, dass auch die Videos haben eine Zielgruppe, und da hat er jetzt zum Beispiel einfach gerade gesagt, ich schneide, und auch das ist relativ kurz. Man braucht eben ein Tablet, also wir machen, glaube ich, jedes Mal indirekte Schleichwerbung für Zeichentablets. Was ich bei Khan oder den Khan Styles so interessant finde, dass es auch immer hier diese negative Seite gibt. Vielleicht ist es so basal und vielleicht wird so weit vorgekaut, aber das ist das Problem bei fast jedem Erklär- und Lehrvideos. Dass ich eher denke, ich hätte es verstanden. Weil wenn wir hier auch sind, A durch C, ja, B durch C, ja, okay, passt. Einmal durch C, das andere durch C. Warum das so ist, wird nicht besonders erklärt. Warum das auch manchmal nicht so ist. Diese Illusion of Understanding, wie man so schön sagt, ist, glaube ich, auch mit das meist verlinkte Paper, was ich immer benutze. Ja. Ja, aber das hat man ja meines Erachtens irgendwie bei jedem Erklärformat, jetzt unabhängig davon, wie das jetzt genau produziert ist. Also vielleicht, was aus meiner Sicht noch so ein Vorteil ist, ich habe ja viele dieser Videos, die ich so gemacht habe, tatsächlich auf so einem alten Lenovo-Tablet aufgezeichnet, wo ich direkt auf dem Bildschirm geschrieben habe. Ja. Und da ist halt so ein Vorteil, da kann ich halt, also ich habe jetzt so ein Schreibtablet auch vor mir zu liegen, wenn das so ein beschreibbares Tablet wäre, ne, könnte ich halt da drauf gucken und sehe direkt, was ich schreibe, dann würde man aber in dem Video eben die ganze Zeit sehen, dass ich nach unten gucke, sieht für die Kamera total blöd aus. Also, wenn ich jetzt schreibe ich sozusagen eigentlich blind mit meinem Mauszeiger irgendwie, muss eine gute Hand-Augen-Koordination haben und trotzdem irgendwie in die Kamera auf meinem Bildschirm gucken. Bei diesen Videos ohne Talking Head ist natürlich der Vorteil, ich kann da direkt hinschreiben, wo ich hingucke. Das macht es für den Anfang einfacher, mit so einem elektronischen Tablets und Stiften halt zu schreiben. Ja, was ich mir dann überlegt habe, weil ähnliche Probleme, dass man das Problem einleitet, so rum Vollbild, Talking Head. Und dass man dann sagt, jetzt fangen wir ja an, Dinge zu vermischen. Dass wir sagen, okay, ich habe quasi eine visuelle Änderung. Ich erkläre das Problem im Vollbild, auch wirklich so ähnlich wie jetzt. Und sage dann, und jetzt gehen wir rein. Und ich spreche auf der A-Roll, auf der Spur weiter. Vielleicht sieht man mich auch noch, kann mich dann auch ausblenden. Und habe mich dann mit einer Overhead-Kamera einfach aufgenommen. Aber wirklich analog, Stift auf Papier oder eben digital. Dann hast du das Problem, dass du teilweise langsamer erklärst oder vielleicht auch schneller erklärst, als du schreiben kannst. Und dann musst du die Geschwindigkeit wieder anpassen. Das erhöht den Nachbereitungsaufwand, wäre aber ein Kompromiss. Ja, definitiv. Und ich meine, klar, ich glaube, bei solchen Videos darf man nicht vernachlässigen, Lernen ist irgendwie auch ein sozialer Prozess. Und da kann so ein Gesicht natürlich helfen, irgendwie in Bezug zu einer Lehrperson. Ich habe das als zum Beispiel bei einem Mathe-Vorkurs, da gibt es ja diese Begrüßungsvideos von mir, wo man halt wirklich nur mich sieht. Ich begrüße alle, ich erzähle irgendwie, wer ich bin, was dieser Kurs auf sich hat, was wir da so machen. Und dann könnte man ja sagen, okay, man hat die Person mal gesehen, mal kennengelernt, man weiß, wie die aussieht. Man hat mich auch nicht nur als Kopf gesehen, sondern sozusagen schon fast als ganzen Menschen meine Stimme gehört. Und dann ist es ja auch okay, wenn man halt vielleicht danach in den Videos eben nur meine Stimme hört. Ansonsten jetzt so in diesen Twitch-Streams mache ich das auch jetzt ganz häufig so, wenn ich direkt aus Zoom raus streame, dass ich am Anfang die Bildschirmfreigabe auslasse, dann sieht man mich nämlich groß. Mhm.
Und dann mache ich, begrüße ich alle, sage hier, hallo, jetzt geht's los und wir machen heute das und das. Und dann mache ich die Bildschirmfreigabe an und dann wird halt mein Kamerafensterchen kleiner. Und dann hat man mich aber trotzdem mal vorher irgendwie groß gesehen, genau wie du sagst. Ne? Ich leite das irgendwie ein, dann sieht man mich halt als Mensch und danach dann vielleicht bin ich nur ganz klein mehr nur zu sehen. Ja. Ja, das gibt ja dann auch durchaus interessante Möglichkeiten, dass, weil du siehst ja selber deine Lernenden, deine Studierenden nicht. Und das könnte durchaus auch zu interessanten Campus, hallo, Dr. Markdowski, Möglichkeiten führen. Vielleicht jetzt noch nicht, aber ich meine, du. Ja, doch, das habe ich schon häufiger gehabt. Okay, siehst du, dann, also. Dann sag mal, wer sind Sie denn? So, woher, und dann natürlich, woher kennt er mich? Achso, ja, gut, klar, weil du halt irgendwie zwei Videos die Woche hochlädst und dort Sachen erklärst. Also, ich glaube auch, das, und das sage ich, glaube ich, immer, wir müssen echt mal so eine BS-Bingo-Bits-and-Bytes-Matrix aufmalen. Das ist Material, das du für Hochschulwerbung oder Universitätsmarketing quasi nebenbei produzierst. Das ist total realistisch und authentisch. Da muss man irgendwie keine große Videoproduktionsputze einladen, wenn man dann im Frühjahr merkt, ach, huch, lass uns doch noch mal was fürs Sommersemester produzieren. Gesagt mit einem gewissen Zynismus. Wenn man doch eh so Videos hochlädt, dann, also es ist doch viel natürlicher, dass man da zeigt, okay, so machen wir eben Lehre. Und wenn das eben so aussieht, dann sieht das eben so aus. Und dann ergibt es irgendwie auch kein böses Erwachen im ersten Semester. So, was, 800 Leute, so viele? Hm? Ja, insofern sehe ich da viele, viele Nebeneffekte. Haben wir noch was zum, genau, Stativ zum Abfilmen? Ja, das ist so auch wieder die ganz Low-Cost-Variante. Ja. Nimm das, was da steht. Physik für Ingenieure, ein schweres Buch. Der VDI-Wärmeatlas sei auch zu empfehlen. Ja. Der kostet aber ein bisschen was. Das ist natürlich so ein kleiner Insider-Gag, dass das so Physik für Ingenieure ist. Wobei ich nachgeschaut habe, es gibt in diesem Buch tatsächlich kein Kapitel über Statik. Ja, funny. Ja, und dann kann man halt einfach auch mit jedem Handy der Welt, solange das einigermaßen den Fokus festlegen kann und man nicht diesen schwimmenden Fokus hat, eben da die schreibende Hand abfilmen, wenn das Licht eben stimmt, einigermaßen akzeptable und guter Qualität. Ja. Ja, und kriegt halt auch im Prinzip so ein Kahn-Style-Video auf analoge Art und Weise hin. Ich habe nur ein E-Book, was tun. Ah, das. Meine die schönen Seiten, den Goldbarren aus deinem Tresor und genau. Nutze ihn als Beschwerung. Ja. Ah, sehr gut. So, Legetechnik. Legetechnik. Das ist ja quasi die Overhead, das ist ja quasi das hier in der ausgewachsenen Variante. Genau. So, und da, das sehe ich, also das war, glaube ich, früher ein Trend. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Also früher hat man das meines Erachtens viel mehr gesehen. Das Ding ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, hier sind das echte ausgeschnittene Sachen. Das ist also Sachen, Entitäten. Handgezeichnete Bilder. Ja, oder genau, das ist echte Requisiten. Und es gibt eine Firma oder verschiedene Firmen, die das als Software anbieten, damit das organisch aussieht, aber du es trotzdem wie in PowerPoint reinziehen kannst. Auch hier nochmal die Anekdote, mein PowerPoint versucht nachzubauen, Animationspfade, absolutes Chaos. Das macht keinen Spaß. Ja, es geht, aber es macht keinen Spaß, weil Dinge rein und raus fliegen. Vielleicht geht es mit Keynote besser, habe ich mir sagen lassen. Wenn man es per Hand macht, mit Pappmaché oder was auch immer, sehr viel Vorbereitungsaufwand. Und ja, ich habe das auch mal früher mehr im Trend gesehen. Jetzt ich sehe es in letzter Zeit weniger. Also ich glaube, es war so eine Sache, ich glaube, es eignet sich halt, wenn man so, man will eigentlich aus meiner Sicht sehr weiche Themen beschreiben. Ja, also das ist ja auch irgendwie der Third-Person-Effekt. Und ich habe dann mein Video da, das können wir uns ja auch gleich kurz angucken, was ich mal bei Twitter hochgeladen habe, das ist im Rahmen von einem Workshop entstanden. Da ging es irgendwie auch um so, was ist träges Wissen? Da haben wir halt irgendwie hochschuldidaktische Themen besprochen. Also quasi intangible Themen, wo man nicht sagen kann. Ja, wo man, wo es hilft, eben so eine Persona zu entwickeln, zu sagen, hier, das ist Paul, Paul hat das Problem, okay. Wir machen irgendwie jetzt das und das und Paul löst das auf die Art und Weise, ne? Mit Movavi geschnitten. Ja, es ist halt auch schon eine Weile her. So, und
da war das eben so, da kam so eine Workshop-Leiterin und die hatte halt so einen Koffer voll von im Prinzip schon vorgezeichneten Bildern mit. Und wir konnten, also ein paar Sachen habe ich dann, glaube ich, noch selbst gezeichnet, aber wir hatten schon Bilder, die vorgezeichnet waren. Ja, okay. Und dann konnte man sich da ein bisschen seine Story draus zusammenbauen und konnte das halt machen. Ne? Und kann dann irgendwie Animationen improvisieren. Was ich damals irgendwie seltsam fand, also dieses Video, was, keine Ahnung, 1:18 lang ist, das hat einen Tag ungefähr gebraucht, das zu produzieren. Yep. Ja, weil man überlegt sich was, man macht das, probiert es ein paar Mal aus, man schreibt sich auch ein Skript, was man erzählen will. Und dann haben wir das halt erst aufgezeichnet als Video und haben halt danach nochmal den Text drüber gesprochen, was ich dann wieder total schwierig fand, das irgendwie zu synchronisieren. Ja, genau, ja. Also ich hätte es halt am Ende einfacher gefunden, man macht das halt einfach zu zweit meinetwegen, eine Person packt die Sachen und die andere Person spricht gleichzeitig und man guckt, dass man sich so ein bisschen synchronisiert, dass das halt direkt zueinander passt, Bild und Ton, und man da nicht irgendwie so eine Schere aufzugehen hat. Wenn der Aufwand dann mindestens halbiert wird, dann würde sich das ja schon lohnen, dritteln wäre besser, aber ja. Ja, und ich kann mich auch erinnern, das war auch nicht einfach, das irgendwie gut auszuleuchten. Ne? So, das wollte ich jetzt auch sagen. Es wirkt so ein bisschen pinkartig. Ja, das haben wir, glaube ich, mit einem iPad damals gefilmt, irgendwie mit einem Tablet. Ja, aber mit sozusagen so ein bisschen Kunst und Tageslicht gemischt in so einem Workshop-Raum. Ja. Ich glaube, das ist hier schon wahrscheinlich professioneller. Ja, ich weiß, genau. Also das, was du meinst, ist, ich glaube, es gibt dann auch noch Powtoon. Das sind auch so sehr Comic. Also ich kenne nur My Simple Show oder Simple Show My, irgendwie so. Und das sieht dann, genau. Und das sieht dann eben, du hast dann keine Ränder, weil es ist nicht ausgeschnitten. Und du hast immer diesen ähnlichen Stil. Genau. Und auch dieses Wegwischen. Genau, die haben so ein paar Attribute, die sie eben für sich vereinnehmen, die sie besonders interessant finden. Das gibt es und aber ich würde da jetzt eben, ne, also um jetzt ein elektrotechnisches Thema zu erklären, brauche ich halt keine Personen. Ich brauche irgendwie Schaltung, ich brauche Dings und die kann ich mir eben auch alle so aufzeichnen. Also es gibt vielleicht so, Themen, die, keine Ahnung, wo das in den Ingenieurwissenschaften gut passen würde, aber ich glaube, für, keine Ahnung, Geschichte, für Medizin, für die Didaktik, für irgendwelche pädagogischen Sachen eignet sich das halt sehr gut, weil man ja immer das irgendwie anhand von Konstellationen von Personen erklärt. Und da passt halt dieser Visualisierungsstil irgendwie sehr gut. Ich glaube, es passt auch jenseits von Fachkulturen gut zu, wenn du wirklich was ganz basal erklären willst. Also irgendwie so Klimawandel in 3 Minuten. Genau. Kompliziertes Thema, aber wenn du sozusagen, und wenn du jetzt irgendwie nicht so wie kurz gesagt oder in a nutshell, also riesiger YouTube-Kanal, die das sehr aufwendig mit Adobe illustrieren, wo auch einzelne Sachen von Illustrationen von einzelnen Leuten gemacht werden, relativ großes Team, glaube ich. Aber wenn du sozusagen alleine als One-Man-University-Show auftreten musst und das irgendwie so ganz, oder was weiß ich, du sollst mal einen Viscom-Vortrag, ich glaube, dann passt das, aber entweder, das ist auch die Frage, kaufe ich mir jetzt alleine die Software oder mache ich da ein Monatsabo draus, ist eine eigene Entscheidung. Genau, also für so Science-Slam-artige Formate vielleicht, da so könnte sich sowas auch ganz gut eignen, ja, und dann klar, wenn ich da irgendwie, aber wenn ich jetzt anfangen würde, das wieder selber zu zeichnen, so gut ist sind meine Zeichenkünste dann auch nicht, dann sieht es vielleicht auch albern aus, wenn ich jetzt da so eine Person zeichne. Ja, wie gesagt, stimmt schon. Dann könnte man auch Sachen irgendwie von Icon Monster oder Flat Icon oder sonst welche. Ja, genau. Also ich glaube, ich habe dann damals auch so mir Bilder im Internet gesucht, wo ich so denke, das könnte jetzt ganz gut passen, und habe die dann halt so in dem Stil irgendwie nochmal abgezeichnet auf Papier. Aber dann kriegst du ja auch wieder an. In der richtigen Größe. Also ich kann mich erinnern, der Vorbereitungsaufwand und der Produktionsaufwand, technisch eigentlich einfach. Ja, man braucht eine Kamera, irgendwie einen Raum, der ein bisschen Licht herbietet, passend, vernünftig ausgeleuchtet. Als Stativ haben wir auch einfach einen Tisch genommen, das Tablet da draufgelegt, ein bisschen beschwert, dass das dann halt ein weißes Blatt drunter, Flipchart-Papier. Ja. Aber der immaterielle Vorbereitungsaufwand ist, glaube ich, recht enorm. Es gibt noch den Trick, dass man eine Glasplatte nimmt, also wenn man von oben filmen möchte, dass man sozusagen irgendwie stützt, entweder mit 2 Bücherstapeln oder vielleicht auch mit einer richtigen Konstruktion. Habe ich auch mal gemacht, Tischplatte,
Glasplatte obendrauf und dann da drauf die Kamera. Muss dann natürlich auch eher so ein Tablet oder Handy liegen. Das hat aber auch Probleme, wo ich meine, wer hat schon irgendwie eine Glasplatte irgendwo rumfliegen? Die darf auch nicht zu dick sein, der Autofokus muss gut sein, das hast du so einen milchigen Effekt. Also man kann im Budgetbereich relativ viel machen, das sieht man aber dann meistens. Das ist ja, und ich glaube, die Workshop-Leiterin damals, die hatte dann auch, um dieses Problem zu umgehen, die hatte im Prinzip so Holzbretter mit, wo halt ein größeres Loch reingebohrt war, sodass man halt die Kamera so da drauf oder das Handy so drauflegen konnte, dass das einfach durch dieses handtellergroße Loch hindurch gefilmt hat. So filmt meines Wissens Lehrer Schmidt, auch mit einer halben, über einer halben Million Klicks. Also auch wieder, wo man sagt, Edu-Influencer, wie auch immer, aber hat definitiv gut, wir wollen die Diskussion jetzt nicht groß aufmachen. Genau. Aber ich glaube, er filmt so, dass man auch in so einem, auch von oben in so einem Loch, irgendwie so, muss nicht größer als sein, als eine 2-Euro-Münze oder so. Und dann kannst du eigentlich ganz entspannt aufnehmen. Genau, oder was ich, glaube ich, auch mal gesehen habe, war solche Storage-Box, so eine Lagerkiste aus sozusagen so weißem, milchigem Kunststoff irgendwo in einem Einrichtungshaus, vielleicht einen großen schwedischen gekauft, das sozusagen auf den Tisch gestellt, dann eine Seite rausgesägt mit der Stichsäge, dass man halt da von einer Seite reingreifen kann, oben ein Loch reingebohrt, wo halt wieder oben die Kamera drauf liegt, da durchfilmt. Und wenn du dann ringsrum irgendwie so ein paar Lichter hinstellst, die halt durch dieses weiße, milchige Kunststoff halt durchleuchten, dann hast du halt eine super schöne homogene Ausleuchtung im Inneren. Und kriegst vielleicht für, keine Ahnung, 10, 15 Euro, was so halt so eine große Kunststoffbox kostet, im Prinzip eine gute, keine Ahnung, wie man es nennen würde, Lightbox oder so hin. Die Stichsäge ist wahrscheinlich das teuerste deiner ganzen Die Stichsäge Aktion. Ist wahrscheinlich das teuerste, die musst du dir von deiner Nachbarin, von deiner werkzeugaffinen Nachbarin leihen. Ja. Ja, cool. So, wir sind beim Pageflow angekommen. So, wir sind, genau, wir gucken kurz auf den Pageflow und das ist jetzt meines Erachtens dann so die Sache. Sounds like scrolly telling to me. Ja, wenn man jetzt viel Geld hat, viel Geld auf ein Problem drauf wirft und I love it. I already love it. Dafür aus meiner Sicht ein echt gutes Ergebnis bekommt. Ich höre das jetzt natürlich nicht. Du hörst das, man hört das im Stream. Du hast den Audio sehr leise. Nee, ich hab's aus. Okay, Leute, wir müssen nochmal anfangen. Es tut mir leid. Hört man's? Roll to continue. Du musst jetzt, glaube ich, einfach noch mal vorne auf Play drücken. Ah, okay, Moment, das bist du. Jetzt hört man hört. Reliability. Das bist ja du. Ja. Yeah. Protection. Protection. Acceptance. Okay, nice. Ja, und ich meine, so Electromagnetic Compatibility. In dem Stile geht das, also vielleicht nicht ganz so Hollywood-mäßig, aber in dem Stile geht das im Prinzip schon weiter. Da gucken wir uns jetzt so ein bisschen rein. Also ein paar Sachen. Hello, thanks for your interest. Mit Fotos, einfach nur mit einem Audio-Overlay, ein paar Sachen, die durch Text, die durch Bilder erklärt sind, ein paar Sachen, wo ich vor einem Messgerät gefilmt bin, wo ich irgendwie in meinem Büro abgefilmt wurde. Und ich weiß nicht so wirklich, was das gekostet hat. Geld. Geld? Viel Geld. Ich werf mal so in den Raum, dass ungefähr eine Minute von dem, was da gefilmt wurde eine Minute von dem, was dort produziert wurde, ungefähr 1.000 Euro gekostet hat. Wahrscheinlich, So würde ich das mal schätzen. Und es ist aber meines Erachtens jeden Cent davon wert. Und es ist ein echt cooles Format, allein, dass sie das so animiert haben. Also, wir hören noch mal rein, weil ich können dann immer nicht so richtig. Ich will nicht nach oben. Was ist? Ja, die Usability. Aber es ist tatsächlich echt so ein gut. So ein sink or victim that is disturbed by the interference and the coupling mechanism between them. Ah, okay, da war jetzt auch eine so leichte awkward Pause dazwischen, aber okay. Nee, aber allein, dass das irgendwo waren. An interference sink or victim. Also allein dieses Nachgewische, das muss animiert werden. Da mussten Leute ran. Okay, aber wie lange habt ihr denn aufgenommen? Interessanterweise. Also ich
Das hat eine Agentur produziert, natürlich. Ich kenne auch eine Person relativ gut. Die wussten auch so ungefähr, wo vielleicht meine Stärken und Schwächen da liegen in dem Bereich. Ich habe vorher den Leuten einen Foliensatz geschickt. Das hat mich vielleicht ungefähr einen Abend gekostet, diesen Foliensatz zusammenzustellen, weil ich da natürlich vorhandene Folien genommen habe, die gemischt habe. Ja. Hab denen diesen Foliensatz geschickt und haben gesagt, Matthias, wir verstehen nicht so richtig, was du jetzt eigentlich von uns willst. Erzähle mal, was du, also nimm mal einfach auf, was du zu den Folien erzählen wirst. Dann habe ich halt einfach mit OBS im Prinzip diese Folien vertont, habe das halt hingeschickt. Das hat mich aber halt natürlich nur eine halbe Stunde gekostet, irgendwie diese Folien zu vertonen. Und dann haben die sich halt überlegt, okay, klar, jetzt verstehen wir, was der Matthias sagen will. Jetzt überlegen wir uns, was kann man, wie, welchen Inhalt im Prinzip, welche Folie kann man auf welche Art und Weise gut darstellen? Brauchen, sollten wir dich dafür sehen? Brauchen wir da Messgerät? Brauchen wir Hintergrund? Geht das vielleicht in der Animation gut? Reicht da auch der Ton? Ist das sinnvoll, wenn wir da das wirklich nur in Bilder und vielleicht ein bisschen Text packen, die sich Leute selber durchlesen können und so weiter? Und dann gab es im Prinzip wie so ein Drehbuch, ja, also das, was früher mal eine Folie war, das machen wir jetzt so und so. Ja, ja. Und dann hat das einen Tag gebraucht, um das zu produzieren. Ja. Also es hat mich ungefähr einen Tag gekostet oder es hat uns dann, also ne, die eine Person von der Agentur, die halt kommt, das aufnimmt, ein schönes, ich glaube, Sennheiser Ansteckmikrofon an der Stelle, ich sag mal die Firma, ich habe wieder mein, würden Sie diesen gebrauchten Dieselkraftwagen von mir kaufen, Hemd angezogen und ja, stimmt, ja, so ein bisschen, aber es wirkt halt auch, es ist halt auch eine Cinema, ich kam mit einer Cinema-Kamera vorbei, dann hat jemand da Color Grading über dich gezogen, damit du einen schönen Hautton und so hast. Man, der Bildschirm sollte aber auch zu sehen sein. Da ist Energie und auch. Genau, aber es ist so, ne, man sieht jetzt auch nicht super jeden verkramten Klecks auf meinem Schreibtisch oder so, sondern es, also das ist schon klar. Das ist krass, eben jetzt wieder genau das, was du meinst. Da kommt halt jemand, der hat nicht notwendigerweise Ahnung von dem Fach, eigentlich überhaupt nicht, aber der hat halt Ahnung davon, wie man sowas produziert und zwar richtig gut, wie man eine Kamera bedient, wie man Leute ausleuchtet, wie man irgendwie, wie man irgendwie eine schöne Perspektive schafft in einem Raum und wie man dann doch eigentlich aus relativ wenig baulichen Studiomöglichkeiten, die jetzt so ein Uni-Gebäude bietet, trotzdem irgendwie ein gutes Ergebnis schafft. Ja. Ja, und dann halt so dieses ganze immer Schnitt hier, Schnitt da, Fokus dort, das würde ich never ever eben alleine hinbekommen. Ja, ja klar. Und dann aber vielleicht machen wir ja was im März. Also stimmt schon. Das ist schon, ja, es ist schon cool. Auch dass man, gut, wir hören jetzt keinen Sound, weil ich den Tab gemutet habe. Messaging all the time. Das ist ja vollkommen okay jetzt. Ne? Ich meine, ich würde jetzt irgendwas auf meinem so semi-guten Englisch dazu erzählen, was da jetzt halt so gerade passiert. Ich wollte jetzt vor allem noch wissen, ob irgendwie noch Hintergrundmusik irgendwo, weil auch die muss ja lizenziert, die muss rausgesucht werden, das muss dazu passen, da kannst du nicht einfach so wie wir hier nebenbei lizenzfreie Musik, auch wenn die gut ist, aber an sich muss das, was gesagt wird, auch wie jetzt im Einspieltrailer, dass das dazu passt, so ein bisschen von der Dramatik könnte man fast meinen. Da musst du ja auch dann noch mal jemand durchgehen, die Genau, ob es dann am Ende doch fachlich alles richtig ist, ob die Sachen passen. Follow me on Twitter. Ah, sehr gut. Ja, krass. Hat es Spaß gemacht? Also ich fand es super gut. Also es war natürlich anstrengend, weil es wieder so das ist. Also wenn ich ansonsten solche Videos halt allein mache, dann setze ich mich halt hin. Ich sitze hier alleine schön in meinem Büro. Ich habe mir vorher irgendwie ein Käffchen gekocht und sitze dann hier so und klicke in OBS auf Aufnahme. Ja. Und dann fängst du halt irgendwie an zu erzählen. Dann stellst du fest, ah nee, das war jetzt irgendwie komisch. Mach mal nochmal Stopp, mach mal nochmal neu und so. Und dann sitzt, also ne, dann kommt halt wieder jemand, mit dem arbeitet man nicht jeden Tag zusammen. Man kennt die Person zwar, die kennt einen auch so ein bisschen, aber ist halt trotzdem irgendwie ungewohnt. Die sitzt dann mit. Die hat dann hier Riesenkamera, Riesendings, man hat irgendwie ein anderes Mikrofon, als man sonst hat, man hat sein schickes Hemd angezogen, dann sitzt man da und dann sagt die Person, so, jetzt bitte, und dann fängst du an, Moment, wie war nochmal mein Name, ja, so, und das ist schon für mich dann doch immer wieder, also mich
in ein Studio zu stellen oder sozusagen in so ein bisschen künstliche Aufnahmeatmosphäre und dann irgendwie auf Knopfdruck abzuliefern. Du musst performen, ja. Ist schwierig. Ne, weil du jedes, und wenn du, und dann fängst du nochmal an und fängst du nochmal an und fängst du nochmal an. Oh, pff, und bist du dann selber, dann hast du dir irgendwie so einen Text so ein bisschen zusammengestammelt, dann sagt die Person, oh, das war doch ganz gut, den Rest schneiden wir. Und sagst du, ja, yeah, oh, eigentlich, jetzt was wie viel, so ein Hüß und was so. Was wollt ihr denn da schneiden? Ja, ja, so, willst du, ja, wo, aber ich meine, am Ende hat da der Aufnahmeleiter gesagt, nee, Matthias, das hat doch heute alles super funktioniert. Bei anderen Leuten haben wir 3 Tage gebraucht, so nach dem Motto, um das aufzuzeichnen. Und gerade die Fotos mit dir, das war doch super. Du hast, man sagt, jetzt bitte, und dann lächelst du, und dann haben wir ein schönes Foto, und du hast immer die Augen offen. Keine Blinzelfotos, alles gut. Aber also, wie ich schon mal gesagt habe, ne, auch die Videos, die ich mit Thomas Schallschmidt meinetwegen zusammen mache, Es macht nochmal einen Riesenunterschied mit, stell dich in ein professionelles Studio. Und ich glaube, das darf man, klar, professionelles Studio ist toll. Das ist ein extra Raum, der ist halt dafür da. Aber du fühlst dich ungewohnt in dem Raum. Es ist halt eben nicht dein Büro. Es ist eine künstliche Atmosphäre. Du bist da jetzt extra hingekommen. Du weißt, okay, ich muss das irgendwie heute schaffen, weil morgen will der Nächste in diesem Studio produzieren. Oder meinetwegen, ich habe jetzt nur diese Stunde Zeit, weil dann hat schon die nächste Person den Raum gebucht. Das macht es anders. Definitiv. Auch du weißt ja gar nicht, also bei deinem Laptop kannst du sagen, okay, jetzt mal die Kamera an, OBS, okay, schnell auch noch schnell Update. Also es ist alles ein bisschen kleiner, du hast das auch alles mehr in der Hand. Und bei einem Studio, auch wenn ich Leute beobachte, die bei uns das erste oder auch das zweite Mal ins Studio kommen, oder wir haben ja eine ganze Medientechnik, also ich bin ja auch nur immer nur zu Gast, wenn ich sage, bei uns im Studio, am HPI. Aber man darf was berühren, und natürlich, da ist alles fest eingerichtet, da wird nicht die Kamera, also auch die Medientechnik, fasst nicht groß die Kamera an, weil das ist eingestellt, da werden keine Lichter verstellt, da wird auch nicht irgendwie ein Glas irgendwo abgestellt. Wir haben einen Tisch, der auch natürlich wieder als Absorption funktioniert. Da kannst du deinen Laptop auch, aber auch selbst wie der Laptop, damit es nicht spiegelt und damit der Greenscreen nicht reflektiert. Das hat alles so einen gewissen Grind, der befolgt werden soll. Alles so eine Art, das wird alles orchestriert. Und da wird auch wenig dem oder fast nichts dem Zufall überlassen. Natürlich, was du dann direkt sagst, aber auch das. Und auch wenn ich mit Studierenden im Studio stehe, haben wir jetzt auch einen MOOC-Kurs gemacht, da sage ich denen, üb zu Hause. Und damit meine ich wirklich, nimm deine Handykamera, film dich, auch wenn es schlechte Qualität ist, und geh das 2, 3, gerne mal auch 4-mal durch, weil ich das im Studio eh sehe, ob du geprobt hast oder nicht. Und wenn dann irgendwie 2 fette Schein- oder mehr Scheinwerfer auf dich gerichtet sind und noch 2 Leute im Vorraum auf jede Silbe hören, einmal technisch, einmal inhaltlich, dann willst du das geprobt haben. Und das ist natürlich, wenn gerade so, wir kommen in einem Stuhl, in einem Office vorbei und dann machen wir das einfach mal. Dann denkst du dir auch so, sollte ich nicht vielleicht vorher aufräumen? Was will der denn hier eigentlich filmen? Ist definitiv eine andere Situation, ja. Spannend. Ja, dieses Scrolly-Telling ist durchaus eine Option, wo ich sage, ja, kann man. Also wollte ich auch mal machen. Auch da muss man sich überlegen, das muss halt auch irgendwo, also das wird ja jetzt bei der TU Ilmenau gehostet anscheinend, aber du brauchst ja auch irgendwie ein Framework dafür. Du kannst jetzt nicht einfach PowerPoint öffnen oder OBS, sondern das muss auch irgendwie eingespeist werden. Genau, und dieses Framework hier nennt sich eben Pageflow, was aber in dem Sinne, glaube ich, einfach nur ein Content-Management-System, sage ich mal, ist im weitesten Sinne, die scrollartige User-Interface dann da dort bereitstellt. Ich muss noch echt mal angucken, weil an sich ist es ja schon, es wird eine HTML5-Seite sein, wo man halt mit Auto, ja klar, technisch ist das HTML5, also, aber diese ganzen Inhalte sind, glaube ich, auch so ein bisschen mehrfach redundant so abgelegt. Also zumindest musste jedes Foto, was wir halt zum Beispiel gemacht haben, eigentlich so funktionieren, dass das Foto immer aufrecht funktioniert und auch in einem Querformat. Ich gucke mir das an einem Handy an, ich gucke mir das an einem PC an. Also das ist auch so ein bisschen responsible, dass es eben auch auf mobilen Endgeräten funktioniert. Klar, bei den Videos natürlich nicht, aber spannend. Ich habe es jetzt gerade mal einfach in den Hochkantmodus. Ansonsten sollte diese Seite an sich eigentlich irgendwie auch auf einem Handy relativ gut funktionieren. Ich habe die jetzt, muss ich sagen, nicht, aber siehst du, ich meine, da gehen jetzt zum Beispiel die Bilder, die vorher so nebeneinander waren, die sind jetzt dann auf einmal untereinander und so Geschichten. Ja, wir simulieren gerade ein iPhone. Also, wir simulieren gerade ein iPhone, okay. Ja, spannend. Ja, nee, klar, also das ist jetzt, glaube ich, schon abgeschnitten, aber das ist nicht schlimm, weil das Foto an sich schon so gut aussieht, dass man es eben auch hochkant benutzen kann.
Das ist aber auch, das ist auch cool. Okay, weil das sieht jetzt sogar ein bisschen schicker aus als im Desktop, die Übersicht. Cool. Ein Format, was ich jetzt vielleicht in unserer Taxonomie noch überhalb des Lightboards ansiedeln würde. Also das ist eben teuer, aber nice, genau. Und man kann damit natürlich im Prinzip alles machen. Also man könnte da auch wieder ein Lightboard-Video natürlich für so eine kurze Sequenz einbinden. Aber ich Ja. glaube, gerade der Medienwechsel und sich halt wirklich vorher gut zu überlegen, welchen Inhalt kann ich auf welche Art und Weise gut präsentieren. Und ich habe eben nicht jetzt so mein eines Produktionswerkzeug-Videoformat, dass ich dann im Ja. Sinne von, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles andere aus wie ein Nagel, überall drauf hämmere Ja. und versuche damit das Problem zu erschlagen. Zumal wir jetzt hier vor allem so erklären und aufzeigen gehabt haben. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man da H5P reinsetzt. Jetzt sagen die einigen, ja, aber es ist ja auch nur Skinner-Wissen. Leute versuchen nur Multiple Choices zu optimieren. Ja, aber man könnte genauso gut ein Tutorial reinbauen und dann gibt es auf einer Folie eben die An Arbeitsanweisung und zwei Folien später gibt es die Lösung. Und also, klingt jetzt vielleicht auch blöd, ein modernes Arbeitsblatt oder Klausurvorbereitung, kannst aber auch Barcamp-Stationen reinsetzen. Also ist, glaube ich, da muss man ein bisschen kreativ werden und auch so aus seiner Office-Welt, aus seinem A4-Format irgendwie auch raus. Aber sehe ich als sehr coole Möglichkeit. Ja, wir haben es als Lecture to go produziert, ne? Also Lecture to als go, okay. eine kurze Lehrveranstaltung, eine kurze Vorlesung, die man sich en passant, wie Claudia Bademann sagt, nebenbei anschauen kann. Würdest du sagen, dass das auch, dass ihr das Ziel erreicht habt? Also, dass jetzt genau dieser Das wird Inhalt. sich mal zeigen. Also ich meine, da muss man jetzt mal ein bisschen gucken, wie viele Leute sich das angucken. Aber letztendlich ist das ja wie so ein Teaser-Video, würde ich sagen, zu einer Lehrveranstaltung, die ich halt als Flying Faculty in diesem Kooperationsstudiengang halte. Ja, und aus meiner Sicht ein ziemlich cooles Format, was man jetzt wieder genau, wie du sagst, für Studienwerbung, für Marketing nutzen kann. Letztendlich haben wir es auch dafür produziert. Ja, also Leuten zu sagen, ja, guck mal, das ist das Thema, in der es in einem zweiwöchigen Blog-Seminar im Prinzip im weitesten Sinne geht, in viel mehr Details, aber so im Groben und Ganzen jetzt mal auf 20 Minuten ungefähr runtergebrochen, 20, 30 Minuten runtergebrochen. Das sind so Ja. die groben Inhalte und darum wird es gehen. Hast du Interesse daran? Findest du das cool? Findest du das interessant? Findest du das nice? Ja, dann schreib Haben dich in wollen. diesen Studiengang Ja. ein. Bitte unterschreibe hier. Ja, aber wie cool wäre das, wenn man das einfach, ja, für Werbung, klar, aber es ist genau dieses, eine Werbeagentur, Mediamaschine oder Team kommt an, produziert quasi einen sehr aufwendigen Trailer und dann. Also irgendwie hat man ja schon Erwartungen, dass man sagt, so, machen die jetzt jede Vorlesung so? Wahrscheinlich nicht, wenn man schon mal eine Vorlesung von N gesehen hat. Aber durchaus, man startet halt so submedial richtig stark und muss dann einfach aus ja, realistischen Bedingungen Abstriche machen. Ja, oder man strengt sich als Lehrperson an. Nee, aber ich meine, das ist ja so schon so geplant, dass halt ich da eigentlich im Normalfall hinfliege. Mal gucken, ich habe mir auch gerade ein Visum wieder für Russland und so beantragt. Ah ja, Das kommt schön. vielleicht auch in endlicher Zeit an. Und dann plane ich schon eigentlich in diesem Winter noch wieder nach Russland zu fliegen, um diese Lehrveranstaltung da halt auch in Präsenz zu machen. Ne? Und Ja. dann ist es halt natürlich auch nett, wenn die Leute einen vorher schon mal gesehen haben und sagen, ha, Mensch, der ist es noch. Ja, das Und stimmt schon. Wir haben schon mal so eine grobe Idee von dem Thema und jetzt haben wir uns darauf eingelassen, jetzt machen wir das halt auch. Was man ganz klar sagen muss, das ist natürlich schon so ein oh schick haben wollen, mehr wissen wollen Effekt auslöst. Und dann damit ist das Ziel ja dann schon definitiv erreicht. Es wäre mal echt interessant, ob man das auch noch mal in einen Lernen Kontext und den vielleicht auch Selbstabfragen-Kontext bekommt. Ich kann ja mit den Leuten in Kasan, wenn ich dann vielleicht in 2, 3 Wochen da bin, einen kleinen Pretest machen Ja, und fragen, ja. wie war das jetzt hier nochmal mit der Wellenlänge da, Katja? Schon, ja. Also, ja, auch ob sie sozusagen auch wie das wahrgenommen wird. Vielleicht ist es ja Ja. auch einfach so cinematastisch, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Und so anders, dass es vielleicht auch gar nicht, also vielleicht wird es ja auch nur als Werbung wahrgenommen. Weil man eben gar nicht weiß, okay, das ist so anders von dem, was wir bisher kennen. Ja. Und dann, Ich klar, ja. also ich glaube, da die Lernenden, die Studierenden können das, glaube ich, schon auch ein bisschen einschätzen. Ja.
Sehr gut. Wollen wir einen Punkt drunter machen? Ich glaube, wir machen da jetzt einen Punkt drunter. Wir werden, also da kann man mit Sicherheit und wir werden auch mit Sicherheit noch weitere Formate finden. Einfach weil Neues kommt, Altes geht. Dinge werden kombiniert, also Legetechnik mit Greenscreen. Vorm Teleprompter habe ich auch schon gemacht, funktioniert. Auch die Taxonomie und ich glaube, dem Versuch einer Taxonomie sind wir näher gekommen. Natürlich müsste man sich einfach mal sagen, okay, wir gucken uns jetzt 1000 YouTube-Videos in der Bereich Bildung an. Kann man ja machen. So gut, wie man halt eine Taxonomie in 90 Minuten aufstellen kann. Ne? Genau, also ja. Und damit ist sozusagen die Bits and Bytes Vorlesung. Welche Folge war das? 14 oder schon 15? Ich habe echt. Wir könnten fast schon im dritten Bit sein. Ich weiß es nicht. Gott, stimmt. Naja, müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, ich muss die letzte Folge. Oh ja, du musst die letzte Folge auch noch online. Wir haben heute das dritte Bit angefangen. Wir sind theoretisch, wenn ich nicht mit. Wir sind bei Folge 17. Quasi Staffel 3. Also. Staffel 3. Third Season. Continuous Seasons. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Stich runter. 90 Minuten ist auch echt, 30 Minuten Timebox gerissen, ist ein guter Punkt. Nachdem wir ein paar technische Schwierigkeiten am Anfang hatten, passt das. Wir machen mit Sicherheit im Februar weiter. Definitiv. Und im März gibt es vielleicht auch noch was anderes. Mal gucken. Wir arbeiten an was. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.